So, Wunderschönen bevor wir guten Abend. starten, direkt jeder mal ein, zwei Worte sagen. Die Reihe nach durch. Ja, ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein darf. Genau, Jens. Ich sowieso. Ich finde das immer total toll, hier unsere Runde und einfach mal lustig zusammen ein Bier trinken und uns unterhalten ist super. Andreas? Kuckuck. Läuft. Ja, Thomas, was hast du hallo aus gesagt? München. In München wird heute Milch getrunken. Kein Und Bier. Jonas auch noch, du warst gerade schlecht zu verstehen, aber mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Ja, hallo in die Runde. Ja, noch ein bisschen blechern, aber schon besser als vorhin. Okay. Tippitopsen, tausend Dank an alle, die auch schon einschalten. Wir haben gerade schon 203 Viewer. Mal gucken, wie weit es heute geht. Ich habe gehört, es ist irgendwie Fußball und Handball und Schlag mich Ball parallel im Fernsehen. Aber wir versuchen, ein Kontrastprogramm dazu zu bieten, zu zeigen, was unsere PV-Anlagen so im Jahr 2023, im Dezember auch, und auch im ganzen Jahr geliefert haben oder nicht geliefert haben. Und wir wollen vor allem auch darauf eingehen, welche Verbesserungspotenziale wir fürs Jahr 2024 sehen. Da haben wir ein paar Sachen zusammengestellt. Ich habe auch wieder ein paar Folien zusammengebastelt und auch noch ein paar lustige Sachen. Ja, guck mal einfach mal, wie viele Leute noch zuschauen oder sie noch einschalten. Oh, jetzt sehe ich gerade, springt es gerade hoch auf 455. Also geht ganz gut ab. Also die nächsten 1,5 Stunden, die werden auf jeden Fall vollgepackt sein. Thomas ist auch wieder mit dabei, heute nicht nur als Moderator und als fleißiger Mitleser der Kommentare und Kommentareinstreuer, sondern heute werden wir auch seine Anlage mal kennenlernen. Da freue ich mich auch schon drauf. Da hast du ja auch was Gutes zu Hause gebastelt, auch teilweise DIY mit Victron und so. Da kommen wir gleich dazu. Cool. Dann würde ich sagen, starten wir los. Guck mal, dass wir die 1,5 Stunden einigermaßen einhalten. Andreas hat schon gesagt, er muss um 9:30 ins Bett gehen. Und dann guck mal, dass wir vielleicht danach noch ein paar Sachen einfach diskutieren, die der Jens noch vorbereitet hat. Ich? Genau. Beziehungsweise ich habe es vorbereitet und du lieferst den Content. Ah, Hoffentlich. okay, ich Druck, verstehe. Druck. Ja, los geht's. So, dann haben wir einmal, starten wir direkt mal los mit den Anlagen, die wir eben haben. Also wir sind heute zu sechst unterwegs. Von Nord bis Süd wollte ich schon, fast schon sagen, komplett querbeet, stimmt eigentlich gar nicht. Der Stefan ist heute nicht dabei, der Leo ist auch nicht dabei. Das heißt, die Nordlichter hier in Anführungszeichen, die fehlen, sind eher so ein bisschen Bayern, Baden-Württemberg vertreten. Ja, Andreas ist auch noch dabei und der Jens so ein bisschen nördlicher. Also wirklich nördlich wird es nicht, aber ich glaube, die Anlagen lassen sich trotzdem sehen, beziehungsweise kann man ganz gut vergleichen und Schlüsse ja, ziehen, was wir in Zukunft eben verbessern können. Insgesamt sehr unterschiedliche Anlagen. Ja, gucken wir es uns einfach mal im Detail an. Ich würde direkt mal starten mit meiner Dezemberproduktion. Die sieht man hier rechts unten im Jahresverlauf. Hier im direkten Vergleich zum Vorjahr, zum Dezember 2022, war ungefähr gleich schlecht, muss ich sagen. Teilweise waren die Panels auch mit Schnee bedeckt. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Und ich habe echt nicht viel geerntet mit meiner 30 kW-Anlage, gerade mal 360 Kilowattstunden. Das ist ja echt traurig, aber ich glaube, da ging es eigentlich jedem so von uns. Es sei denn, es ist ja gar keiner dabei, der eine komplette Südausrichtung hat. Von daher, wo der Schnee hätte gut abrutschen können, komplett, beziehungsweise relativ wolkig war es ja auch die ganze Zeit. Also da kann man es drehen und wenden. Der Dezember ist einfach immer mies bei uns in Deutschland. Weiß gar nicht, vor 2 Wochen war schon, glaube ich, Thomas, da hatten wir ein kleines Special gemacht. Auch der Helmut war mit dabei, wo ich die Anlage in den Vereinigten Staaten, in Kanada, würde ich schon sagen, in Kalifornien gezeigt habe, in Los Angeles. Da sah das Ganze ganz anders aus. Also da war der Gap Sommer-Winter gerade mal 50% und jetzt in meinem Fall ist der Gap irgendwie, was war es, 1280% von Sommer zu Winter. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Gut. Direkt losgestartet mit meiner Anlage. Ich habe es ja schon öfters mal vorgestellt. Hier auch nochmal, sieht man es auch nochmal, schneebedeckt. Und Thomas, grätsch du gerne auch dazwischen, wenn du irgendwelche Leserkommentare hast Ja, oder im Moment begrüßen sich Zuseherkommentare. alle heftig, ja. Bitte? Im Moment begrüßen sich alle Ah, heftig. läuft. Weitermachen. Genau. Hier sieht man es ganz gut schneebedeckt. Also die ersten Tage im Dezember waren auch schon komplett zu. Ich weiß gar nicht, so 5 bis 10 Zentimeter, da geht dann gar nichts mehr. So gefühlt bis 1, 2 Zentimeter Schnee. Da geht noch ein bisschen was durch, aber ja, da hat es auch relativ schnell viel mehr geschneit und dann war eben dicht, Schicht im Schacht und die Anlage hat gar nichts mehr produziert. Meine restliche Anlage, die ist soweit gleich geblieben, einfach der 30 kW-Wechselrichter AC gekoppelt, meine 3x Multiplus 2 10.000
mit 100 Kilowattstunden Akku und aktuell noch der RLM-Zähler, da komme ich gleich nochmal da drauf, den werde ich dann vielleicht irgendwann demnächst austauschen gegen so ein IMSYS, gegen so ein intelligentes Messstellensystem, kommen wir gleich dazu. Und ich habe es endlich mal geschafft, diesen Überspannungsschutz einzubauen für den Inselbetrieb, dieses Dehn-Shield, da hat man ja auch schon die letzten paar Male, glaube ich, so ein bisschen drüber diskutiert, ob man den braucht oder nicht braucht. Ich habe ihn jetzt einfach mal eingebaut, um einfach in Anführungszeichen auf der sicheren Seite zu sein. Darum soll es jetzt eigentlich nicht im Detail gehen, aber ich dachte, ich blende einfach mal das Bild ein, dass man sieht, da war ich in letzter Zeit auch auf jeden Fall auch ein bisschen fleißig. Jörg, auf die Eigenverbrauchsquoten und so kommen wir noch, ne? Kommen wir alles noch. Genau. Können wir direkt mal reinspringen. Also hier mal zu meiner Kachel, genau. Eigenverbrauch hatte ich 94% von dem, was ich produziert habe. Ich habe so gut wie alles verbraucht. Das Einzige, was quasi ins Netz eingespeist wurde, waren Regelverluste, die ich in meinem Fall auch nochmal pimpen kann. Also es wäre auch ein Verbesserungspotenzial, was ich sehe, was jetzt aber auch nicht großartig ins Gewicht fallen dürfte. In dem Fall ist es eben, ich habe 18 Kilowattstunden eingespeist. Ja gut, das ist jetzt nicht so der Rede wert. Beziehungsweise, wenn man es natürlich in Relation setzt zur Produktion, könnte man vielleicht doch noch ein bisschen was pimpen. Aber monetär gesehen dürfte sich da kaum was dran ändern. Meine Autarkie war auch erwartungsgemäß relativ schlecht. Wobei, ich glaube, du, Thomas, bei deiner Anlage später kommen wir dazu, bei dir sieht es viel besser aus. Mhm. Dein Verbrauch ist auch geringer, aber du hattest auch mehr Produktion mit einer relativ gleich großen Anlage. Kommen wir später dazu. Aber bei mir ist halt ein Viertel, konnte ich mich halt autark versorgen. Mehr geht einfach nicht. Da müsste ich die Anlage viel größer dimensionieren. Da kommen wir beim Jens auch nochmal drauf. Der hatte auch im Dezember relativ viel Bezug. War ich echt erstaunt, auch wie viel Verbrauch du hast. Aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Genau, Erlöse sehen auch so, ja, durchwachsen aus. Mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Ich habe jetzt hier wieder angenommen, auf Basis der Berechnung, dass ich 40 Cent pro Kilowattstunde gezahlt hätte auf Einkaufsseite, wenn ich mich nicht hätte selber versorgen können mit meiner PV-Anlage sozusagen. Da werde ich dann vermutlich demnächst mir so einen flexiblen Stromtarif holen auf Einkaufsseite, sei es Tipper oder Avatar. Also wenn ihr da irgendwie Tipps habt, ich kenne mich da nicht so im Detail aus, gerne her, was jetzt besser ist oder schlechter ist. Da, glaube ich, kann man ja ein bisschen was sparen oder könnte ich ein bisschen was sparen. Da habe ich gleich auch nochmal eine Folie vorbereitet. Aber erstmal zur Produktion an sich. Ich habe es ja gesagt, die ersten Dezembertage waren total verschneit. Also hier sieht man hier oben, die ersten 4 Tage hatte ich irgendwie einen Verbrauch von, was gar nicht, 40, 50, 60 Kilowattstunden, aber null Produktion. Da ist der Speicher dann auch auf jeden Fall leer gefahren und ich musste das Ganze aus dem Netz beziehen. Und insgesamt musste ich im Dezember auch hier eine Megawattstunde, also 1000 Kilowattstunden, einkaufen. Und das tut dann bei 40 Cent pro Kilowattstunde echt weh. Also da habe ich 400 Euro einfach Strom einkaufen müssen. Aber gut, die E-Autos müssen auch betrieben werden und die fressen halt entsprechend viel, wenn man halt viel fährt. Der Rolf, 85% Autarkie. Ja, läuft doch. Irgendwas mache ich falsch oder du richtig. Genau, und hier habe ich auch nochmal den Vergleich hier unten, meine verschiedenen Ausrichtungen, die ich eben auswerten kann. Hier die Südausrichtungen, sei es jetzt 40 Grad geneigt oder 10 Grad geneigt, ist eigentlich völlig wurscht. Übers Monatsmittel produzieren die ungefähr das Gleiche, nur eben die Ost- und die Nordseite, auch völlig unabhängig davon, wie die Ausrichtung ist. Also hier habe ich einmal die Ostseite 85 Grad, das ist quasi fast hauswandparallel zu fast flach. Und da ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Sogar die nach Osten ausgerichtet sind, komplett an der Hauswand, so gut wie, die haben sogar einen Ticken besser performt, was eigentlich irgendwie strange ist oder keine Ahnung, aber bei Diffuslicht arbeiten die Panels vielleicht auch ein Stück besser, weiß ich nicht. Das sind so Halbzellenmodule, ja, kein Plan. Cool, hättet ihr das so erwartet von den Ausrichtungen oder wie ist da eure Erfahrung? Habt ihr da Erfahrungen? Würde mich auch mal interessieren. Also im Winter sind bei mir alle Anlagen nahezu gleich. Das ist so ziemlich egal, ob ich jetzt Nord, Süd, Ost, West, total wurscht. Das, also klar, wenn die Sonne rauskommt, ist es natürlich sofort ein ganz anderer Schnack. Aber solange das dieses Diffuslicht ist, was wir jetzt wochenlang hatten, das tut sich überhaupt nichts. Deswegen werde ich auch immer gefragt, ob ich mit meinen Nordanlagen zufrieden bin. Ja, bin ich, weil da kommt genauso viel rum wie bei Süd. Und Sonne haben wir im Winter bei uns so viel, also wenig. Ja. Ich muss halt sagen, die Nordanlage, die wird halt übers Jahr gesehen viel weniger produzieren als die Südanlage, aber dadurch, dass es halt im Winter meistens bedeckt ist und dann du viel Diffuslicht hast, produziert die halt
da relativ gut im Winter und da brauchst du auch die Energie. Im Sommer bräuchtest du ja gar nicht. Von daher macht es in deinem Fall auf jeden Fall Sinn, weil du möchtest dich ja möglichst autark versorgen. Und ja, ja, aber Jörg, also zu deiner Aussage, dass die Nord viel weniger macht, wenn man es mal ausrechnet, kommt man bei einer passablen Ausrichtung, also auch wenn sie Nord ist, aber ich rede jetzt vom Winkel auch, ja, wenn der nicht zu steil ist, also wenn der irgendwie, bei mir sind es jetzt 20 Grad, dann komme ich kalkuliert von der Nordanlage pro Kilowatt Peak auf fast 70% der Südanlage. Mhm. Also es ist nicht viel weniger. Ja. Es ist, sagen wir so, es ist weniger, als man denkt. Tatsächlich krass, ja. Also mein Hausdach ist ja auch ein bisschen nach Norden geneigt. Und da merke ich schon, übers Jahr gesehen, produziert es auch echt ganz gut. Nur halt im Winter kackt es total ab. Wenn halt die Sonne rauskommt, wie du gesagt hast. Weil dann passt der Winkel halt gar nicht. Und dann performt es sogar, genau. Wenn die Sonne rauskommt, dann strahlt ja alles drüber weg. Ja. Dann kommt ja nichts anderes. Also, das ist echt spannend. Also wenn es bewölkt ist, performt es besser, das Hausdach, als wenn die Sonne scheint. Das ist echt abgefahren. Also das aber wie gesagt, man sollte sich das unbedingt merken und ausrechnen mal, weil es kommt viel mehr an den Norden, als man glaubt, übers Jahr hinweg. Ja, ja, guter Punkt. Und man hat halt auch keine so krassen Peaks, gerade in der Mittagszeit. Mhm. Weil viele müssen ja auch ihre Anlage, die 70% der Leistung drosseln sozusagen. Und das muss man dann halt nicht machen, wenn man verschiedene Ausrichtungen hat und vor allem, wenn man Norden dabei hat. Mhm. Cool. Ja. Im Endeffekt ist es halt so, mit dem Diffuslicht müssen die Module halt flach liegen. Also die Fassadenanlagen, die performen halt, wenn im Winter mal die Sonne rauskommt. Und alles, was flach ist, ist relativ egal, wo das hinzeigt. Ja. Jupp. Kommen wir direkt zu meinen Optimierungspotenzialen, die ich bei mir so ein bisschen aufgefasst habe. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber es sind einfach mal drei Punkte, die ich jetzt mal aufgegriffen habe. Einmal die Direktvermarktungsgeschichte, da bin ich seit April 2023 dabei, also habe jetzt schon ein paar Monate Erfahrungen sammeln können und es hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt. Also höchstens, wenn man es wirklich gut rechnet oder irgendwie positiv rechnet, 5-10% mehr Ertrag im Vergleich zur normalen Einspeisevergütung. Und dafür musste ich halt meine Batteriespeicheranlage, die ESS-Anlage, eben wesentlich stärker auslasten. Tagsüber haben eben die Panels oder beziehungsweise hat der AC-gekoppelte Wechselrichter die Energie über die Multiplus eben in den Akku geschoben und nicht ins Netz. Da habe ich es zwischengepuffert und dann eben in den Abend- oder in den Morgenstunden, wenn der Strompreis halt am höchsten war und die Nachfrage im Netz sozusagen nach Strom am höchsten, dann wieder zurückgespeist ins Netz. Und das war halt super aufwendig. Die Anlage ist viel wärmer geworden als normal sozusagen. Was die Degradation angeht für die Batterien, sehe ich da eigentlich kein großes Problem. Da habe ich wahrscheinlich genug Zyklen. Aber die Multiplus werden halt viel, viel heißer, wenn sie halt hier im Dauerdampfbetrieb laufen. Und Hitze ist für Elektronik auf Dauer natürlich tödlich. Und je kühler man das Ganze hält, desto besser ist es. Und da sehe ich halt das Potenzial. Wenn ich wieder aus der Direktvermarktung rausgehe, habe ich zwar leider keine Anlage mehr, die irgendwie netzdienlich ist, aber ich habe dadurch halt keinen monetären Nachteil, was echt eigentlich schade ist, dass es da keinen monetären Anreiz gibt in dem Falle, dass ich dabei bleibe. Und stattdessen werde ich vermutlich mir einen flexiblen Bezugsstromtarif holen. Wie gesagt, Tipper oder Avatar. Gerne dann auch von euch irgendwie Feedback. Ich glaube, der Andreas ist auch bei Avatar oder so. Ich bin bei Tipper. Bist bei Tipper. Aber ich habe auch gar keine Wahl. Wieso? Weil wir hier kein Smart Meter Gateway haben. Sowas Geiles gibt's ja nicht. Ich muss diesen komischen Puls nehmen, das hat nur Tibber, also zumindest damals war es so. Ich weiß nicht, ob die da was geändert haben. Ah, dann hast du ja auch gerade Preiserhöhungen bekommen, oder? Ja, da kam halt so eine E-Mail, ne? Ich hatte noch keinen Bock mehr, die durchzulesen. Aber, okay. Aber eigentlich ist es ja wurscht, du kannst ja dir irgendeinen Messstellenbetreiber raussuchen und der knallt dir dann so ein IMSIS rein. Du musst ja nicht zu deinem Versorger gehen. Stimmt. Schade, dass der Ralf nicht dabei ist, weil der ist ja als EEG-Profi, könnt ihr jetzt sofort sagen, bam, bam, mach das und das. Aber spätestens beim nächsten Mal, wenn wir die Frage, denke ich mal, nochmal aufgreifen können, weil eigentlich bist du nicht daran gebunden. Ja, ich habe mich auch gewundert, aber ich war damals, habe ich es probiert bei Avatar, also ich wollte mich da anmelden, keine Ahnung, ich fand die irgendwie sympathischer, jetzt kein Grund oder so und ging einfach nicht. Also die haben mir das quasi nicht erlaubt, aber das ist schon echt lange her, ehrlich gesagt. Also deswegen, keine Ahnung, vielleicht war ich auch zu blöd, ich weiß es nicht. Also ja, ist ja auch nicht so trivial und ja. Könnte alles so viel einfacher sein.
Na, jedenfalls werde ich da, oder sehe ich da das Potenzial, wenn ich da jetzt einsteige auf der Bezugsseite, dass ich mir so einen flexiblen Stromtarif hole. Ich kann im Endeffekt meine Lasten komplett verschieben. Das heißt, das E-Auto, das kann ich halt in den Stunden abends oder nachts vor allem laden, wenn der Strompreis am günstigsten ist. Und ich könnte jetzt im Winter natürlich auch meinen Batteriespeicher vollladen. Was weiß ich, wenn der Börsenstrompreis bei 0 Cent ist, und der ist ja oftmals am Wochenende, jetzt gerade im Winter, auch bei 0 Cent gewesen für einige Stunden am Stück, da könnte ich den Batteriespeicher vollballern, würde dann in Anführungszeichen nur 15 Cent pro Kilowattstunde ungefähr zahlen, effektiv, für die ganzen Netzentgelte und Gebühren und Schnickschnackschnuck, und würde da auf jeden Fall gut ersparen können, weil aktuell zahle ich halt einfach stumm 40 Cent pro Kilowattstunde, die ich einkaufe, und genau, da sehe ich, jetzt gerade im Dezember, ich habe ja eine Megawattstunde alleine eingekauft, wie ich schon gesagt habe. Und wenn ich da nur 20 Cent statt 40 Cent gezahlt hätte pro Kilowattstunde, hätte ich da allein schon 200 Euro Einsparpotenzial gehabt, was halt schon echt krass ist. Und als drittes Einsparpotenzial habe ich nochmal die Multiplus, die bei mir ja, Jens wird auch ein Lied davon singen können, die Zehntausender, drei Stück an der Zahl, die verbraten so im Standby immer so 120, vielleicht sogar 130 Watt, ich will es gar nicht genau wissen eigentlich. Das macht nicht so richtig Spaß im Winter. Und teilweise ist der Verbrauch deutlich höher als der Ertrag, den du am Tag hast. Ne? Total. Aber ich kann die Dinger jetzt nicht einfach abschalten, dann wird es halt dunkel. Ist auch blöd. Bei dir ja, da du als Insel agierst. Ich kann meinen Umschalter halt einfach auf Netzparallel schalten und dann die Multiplus einfach ausschalten und dann halt eben den Standby einsparen. Was bei mir, ich habe es mal gerechnet oder versucht mitzutracken, irgendwas zwischen 3 und 4 Kilowattstunden pro Tag sind. Das ist echt krass. Also das habe ich jetzt auch schon automatisiert, jetzt im Winter, dass die halt eben ausgehen, wenn kein PV-Ertrag da ist und die Batterie eh leer, beziehungsweise halt auf das Level gesunken sind, was ich eben vorhalten möchte für welchen Event auch immer. Und das könnte ich dann eben nochmal ausbauen, gerade dann auch für die Sommerzeit beispielsweise, dass ich die Multiplus dann auch ausschalte, beispielsweise, ja, keine Ahnung, vormittags, wenn die PV-Anlage schon böllert, die Akkus auch schon voll sind, kann ich das ESS-System getrost quasi ausschalten. Die PV-Anlage produziert mehr, als ich verbrauche, der Rest wird eingespeist und ich schalte dann die ESS-Anlage einfach, keine Ahnung, nachmittags, abends wieder zu, wenn die PV-Produktion eigentlich zurückgeht. Und so könnte ich wahrscheinlich im Sommer ganz gut 8 bis, keine Ahnung, vielleicht 12 Stunden maximal die Anlage einfach komplett trennen, ausschalten und könnte da wahrscheinlich auch wieder ein paar Kilowattstunden sparen, was sich dann auch wieder über die Zeit summiert. Genau, also relativ viel, was ich jetzt hier vorhabe, was so regelbasiert ist und so Energiemanagement, und da hat Andreas auch, glaube ich, was in petto, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, wie man das Ganze dann eben auch steuer- und regelungstechnisch optimieren könnte. Jo, das wäre es erstmal zu meiner Anlage gewesen. Ich habe versucht, es relativ schnell zu halten. Ja, 15 Minuten, sowas habe ich gebraucht. Ich will kurz noch eine Frage stellen. Hau raus, klar. Bei den Victrons, wie schaltest du die aus? Also ich hatte das auch schon oft überlegt, aber ich müsste bei mir wirklich ein Relais einbauen und den gesamten Netzstrom und die Batterie kappen, damit das Scheißding bei mir ausgeht. Nee, gibt mehrere Möglichkeiten. Also über Node-RED? Genau, einmal über Modbus einfach. Kannst du einfach... Die Multiplus haben 4 Stati oder Status, einmal on, einmal off, einmal Inverter only und einmal irgendwie Charger only oder so. Und dann kannst du halt einfach den Befehl hinschicken und dann gehen die Dinge einfach off. Oder ja, halt den MPP Solar, also der kann es, glaube ich, nicht. Ich keine Ahnung. Ich muss ihm immer so Telnet-Befehle schicken. Nein, tu es nicht. Ja, mittlerweile gibt es ja dieses Solar Assistant, heißt das. Die haben das Gott sei Dank, ey, das ist jetzt über MQTT, das geht jetzt, aber vorher war es echt, also wirklich ein kleiner Raspi mit Dingens und dann irgendwie echt so Telnet-Befehle. Das war so Hardcore-Scheiße. Shutdown minus H forever. Genau. Aber die Multiplus kann man sogar noch zusätzlich, also ich habe sie bei mir auch an diesen zentralen Umschalter angeschlossen, die wir bei dir dann später auch nochmal sehen werden in der Abbildung. Und da gibt es Hilfskontakte für diesen zentralen Umschalter. Und wenn man die wiederum an die Multiplus anschließt, die haben da auch nochmal so einen extra Kontakt, der quasi standardmäßig mit so einer Brücke geschlossen ist, damit die an sind. Und wenn man das quasi koppelt, entweder mit dem Umschalter oder halt über ein externes Relais, kann man, wenn man das quasi trennt, kann man die Multiplus auch komplett stromlos schalten. Okay, das hast du mir mal geschickt mit den Hilfsschaltern. Ne? Ich hatte dich ja mal gefragt nach dem Umschalter. Ich hatte ja, glaube ich, den von, Gott, wie heißt der? Hager?
Hager bestellt und dann, das fand ich ja interessant, als der diese Messungen gezeigt, dass der Notstromschalter quasi dann irgendwie echt so Probleme hat und das fand ich echt ein bisschen gruselig und dann habe ich jetzt den Gott sei Dank noch gekriegt, den du empfohlen hattest. Diesen hat ja so immer und dasselbe gekostet, ne? Ist ja egal. Ja. Also. Ja, kostentechnisch kostet es komplett gleich viel. Ja, also ich habe den bei mir jetzt auch nachgerüstet, beziehungsweise den Hager rausgerissen, den anderen reingepflanzt. Habe es jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, hin und her geschaltet. Soweit läuft es eigentlich, ohne dass irgendwas zerrissen hätte. Wobei, vorher hatte ich den Hager drin und habe auch schon ein paar Mal hin und her geschaltet, ohne es zu wissen, dass es da irgendwie theoretisch Überspannung geben kann. Ist auch nichts passiert, aber gut, ist wahrscheinlich alles nur ein theoretisches Problem vielleicht. Ist ein theoretisches Problem, beziehungsweise Sternenpunktverschiebung hast du ja normalerweise auch nur dann mit nennenswertem Spannungsunterschied, wenn du auch unterschiedliche Lasten auf den Phasen hast. Könnte ja theoretisch passieren, wenn ich das Auto einphasig mit 30 Ampere lade oder whatever. Ja, genau, dann könnte das deutlich passieren. Jo. Kommt, glaube ich, gleich auch noch mal ein bisschen Inhalt dazu oder Folien, wo Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, dann einen Anhaltspunkt haben, wo sie nachgucken können, was wir überhaupt quatschen. Das ist auch eine super Seite, da kann man echt gut nachlesen, das finde ich auch echt hilfreich. Jo, cool, dann wäre ich mit meiner Anlage soweit durch. Thomas, gibt es irgendwelche Fragen oder ist alles klar soweit? Ja, es gibt Fragen, aber die haben nichts mit der Anlage zu tun. Ah, okay, alles gut. Mhm. Übrigens, verrückter Scheiß, wir haben gleich die 1000 Zuseher-Marke geknackt, hätte ich im Leben nicht gerechnet mit. Es ist bei 995 jetzt ohne Witz. Mann, ey, komm schon, ey, das schaffen wir heute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Krass. Ja, ich habe mir schon so lange gewünscht. Ja, ohne Witz. Ja, krass. Tausend Dank an alle, die zuschauen und uns dem Fernsehprogramm vorziehen. Tausend Dank. Jörg, du sollst ein Video über die Abschaltung über Modbus machen. Kann ich gerne machen, ja. Kann ich gerne machen. Ist absolut unkritisch, beziehungsweise habe ich sogar schon gemacht. Überlege ich gerade, ich habe jetzt so eine 10-teilige Venus OS Einrichtungsreihe gemacht. Also guckt einfach auf meintechblog.de. Rechts oben ist es auch nochmal im Video, steht es, wie es geschrieben wird, beziehungsweise unter dem Video ist es auch nochmal verlinkt, der Blog. Und da guckt einfach die aktuellsten Videos an. Es müsste aus der Reihe Teil 4 oder 5 sein, schlag mich. Und da zeige ich ganz genau, wie man über Node-RED eben diese Befehle schickt in Richtung der Multiplus, um die eben aus- und einzuschalten. Und das zeige ich da wirklich live dann auch in den Videos, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Genau, ja. Und es gibt eben verschiedene Wege, ne? Nicht nur über Modbus, geht auch über MQTT und alles. Genau, und es gibt auch über die Venus-Nodes, die eben in Node-RED standardmäßig drin sind. Und ja, also wer da Nachholbedarf hat, in Anführungszeichen, einfach mal die Videos gucken. Da hatte ich eigentlich relativ gutes Feedback jetzt bekommen, dass es eigentlich hilfreich ist. Ja. Ja. Und da kann man, glaube ich, echt, das ist ein Hebel, der echt einfach ist, wo man viel Strom sparen kann, jetzt gerade im Winter, wenn man wenn das Ding eh nur rumeidelt und einfach nur irgendwie Strom verbraucht. Also das ist halt leider ein händischer, ne? Also im Sinne von, es ist kein automatischer in dem Sinn. Das heißt, man muss selber den Anschluss dafür geben, weil das müsste man erstmal da einen Algorithmus, das ist gar nicht so trivial. Ja, also das kann ich gerne auch mal zeigen, das habe ich nicht gezeigt. Also bei mir ist es über Luxon umgesetzt, über mein Smart Home-System. Da sind halt 2, 3 Regeln drinnen. Wenn Batteriespeicher, was weiß ich, leer in Anführungsstrichen oder halt unter dem SOC, was ich eben Minimum vorhalten möchte, plus wenn PV-Produktion geringer ist als das, was ich verbrauche, dann habe ich halt eingetragen, es soll 10 Minuten warten und wenn dieser Fall quasi eintritt weiterhin, dann werden die Multiplus einfach getrennt und wenn dann die PV-Produktion wieder, was weiß ich, 500 Watt über meinem Verbrauch ist, dass eben was eingespeist wird für einen bestimmten Zeitraum, dann gehen die Dinger wieder an. Und ich glaube, ich habe noch eingetragen, dass das Ganze nur maximal 3, 4 Mal pro Tag passieren darf, damit die Relais halt nicht die ganze Zeit hin und her klackern. Mhm. Und das war es dann auch schon. Also es ist kein großes Hexenwerk. Das kann man wahrscheinlich mit Node-RED relativ einfach auch umsetzen. Wobei bei Node-RED bin ich jetzt kein Profi. Da kann ich halt nur die Sachen so zusammenfügen und die Nachrichten durchschicken und so mit Delays arbeiten. Da habe ich keine großartige Erfahrung in Node-RED. Ja. Jupp, cool. Dann machen wir direkt mal weiter, bevor wir uns hier festquatschen. Kommen wir zur Andreas-Anlage, die DIY-Bude. Du hast im Dezember eigentlich so gut wie gar nichts produziert. Alter Schwede, was geht denn hier ab? 90 Kilowattstunden. Ja, das ist echt scheiße. Also ja, es sind bei mir alle Module flach, ne? Also ich habe kaum welche, die angewinkelt sind. Das sind eigentlich nur 2 kleine Strings. Den einen habe ich auch noch auseinandergerissen, weil ich jetzt so Schneetests gemacht habe. Also gibt ja im Moment ziemlich viele Videos, dass man über Rückbestromung quasi Schnee schmelzen kann. Und ich fand das total interessant. Also weil ich hatte ja auch schon mal
Elektrolumineszenz gemacht. Ich vermute mal, dass das so ein bisschen daher kam. Das ist ja auch Rückbestromung. Nur dann in dem Fall guckst du halt mit einer Infrarotkamera an, wie die Module aussehen. Das kannst du halt ganz gut machen. Kannst du diese Hotspots halt finden? Bitte? Da kannst du diese Hotspots quasi finden, die schlecht sind. Ja, du kannst eigentlich alles sehen. Also siehst du halt Cracks, also Risse, alles Mögliche. Da kannst du, und du siehst auch, ob Zellen irgendwie weniger leisten. Also die sind dann einfach dunkler und so. Also sieht man richtig cool. Cool. Und genau, aber im Prinzip sendest du ja Infrarotstrahlung aus. Das heißt, das Ding wird warm. Und ich habe damals überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also ich habe es nicht gemessen, wie warm. Das hat mich jetzt interessiert, also mit wie viel Watt schaffe ich wie viel Temperaturdifferenz? Das wollte ich halt einfach mal sehen. Ich habe da jetzt irgendwie so eine Kurve gemessen und dafür musste ich aber den String dann auseinanderreißen, weil ich hatte jetzt keinen Bock irgendwie den ganzen String zu bestromen mit keine Ahnung wie viel kW. Ich musste hier schon mein kleines Billig-Netzteil nehmen, dann noch zwei 12-Volt-Akkus dranhängen, damit es überhaupt irgendwie geht. Ey, das war so scheiße. Aber so aus der Hüfte geschossen, wie viel müsstest du jetzt so reinballern, wenn jetzt 10 cm Schnee drauf liegt, um die Dinger schneefrei zu kriegen? Also du kannst halt nur sehen, wie viel Temperaturdifferenz du schaffst und also ich weiß jetzt nicht, wenn kommt drauf an, wie viel der Schnee hat, wenn du minus 10 Grad hast, ja, glaube ich, ist es aussichtslos. Aber so, ist es jetzt für deine gesamte Anlage von, was waren es, 12 Kilowatt Peak, wären es jetzt 5 Kilowattstunden oder wären es 50 oder wären es 500? Ja, also es kommt drauf an, wenn es jetzt nur 2-3 Grad minus sind, dann geht's eigentlich noch, dann kommst du wahrscheinlich mit so, keine Ahnung, vielleicht 200 Watt pro Panel aus. Das würde dann reichen, aber ich habe jetzt zum Beispiel allein der eine String hat irgendwie 10 Stück, das heißt 2 kW müsste ich draufballern und das Problem ist halt auch eher die Spannung, also die kriege ich nicht hin. Okay. Die sind ja alle in Reihe geschaltet, das heißt, muss dann schon irgendwie, also muss schon irgendwie auf MPP-Spannung oder ein bisschen drüber kommen und da liegt es dann schon eher wieder bei 40 Volt mal 10, das heißt 400 Volt und ja, keine Ahnung, also da habe ich jetzt kein Netzteil, was das halt irgendwie leisten kann. Okay, aber ja, technisch wäre es machbar und dann müsstest du aber auch für mehrere Stunden dann quasi Dampf draufgeben, damit es der Scheiß wegschmilzt. Ja, ich glaube, man könnte das machen, also wenn die angestellt sind, also wenn du einen Winkel hast, dann kann man das, glaube ich, durchaus machen und dann kannst du es unten so ein bisschen antauen und dann müsste der Schnee eigentlich abrutschen. Also ich glaube, das könnte schon funktionieren. Ich glaube, so richtig Sinn macht das nicht. Also ich habe jetzt mal ich habe 4 Möglichkeiten halt gezeigt, das ist gerade ein Video, was ich mache, halt, man Schnee befreien kann und hat er nochmal geguckt, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mit dem Besen drüber schrubbe, ist da wirklich eine Beschichtung drauf und so ein Scheiß. Also das sind ja alles auch immer so ein bisschen Mythen, die umhergehen und da wollte ich halt nochmal so ein bisschen für Aufklärung sorgen halt. Ja, spannend. Finde ich ganz interessant. Bei mir hat neulich einer auch unter dem Video geschrieben, ja, da macht man sich die Nanobeschichtung kaputt, bei diesem einen komischen Kratzmope da, was da Helmut gezeigt hat oder bei diesem Wischer. Da habe ich auch gefragt, Nanobeschichtung und dann kam als Antwort, ja, haben wohl manche nicht. Also da wäre es cool, wenn du da Aufklärung schaffen oder bieten könntest. Ja, ja, also die wenigsten Module haben irgendeine Beschichtung, deswegen. Da dachte ich mir fast. Ja, ja. Aber spannend ist, gerade wenn es ein bisschen, also nicht ganz flach sind, sondern ein bisschen geneigt, es gibt jetzt auch Panels, die haben keinen Rand mehr. Also das sind keine Glas-Glas-Module oder so, sondern auch Glasfolie, wie ich es verstanden habe oder so. Aber der Rahmen ist quasi auf der Oberseite so tief, damit der Schnee komplett runterrutschen kann. Weil normalerweise hast du immer diese Dreckkante und da bleibt der Scheiß dann immer hängen. Und wenn du die nicht hast, das ist, glaube ich, echt ein Gamechanger, gerade wenn die Panels ein bisschen angewinkelt sind. Ist absolut mega. Also bei mir ist auch dieser Scheißrand, der geht mir so auf den Sack, weil ich habe ja nur so ein paar Grad angestellt und da fliegt, also das Wasser halt, auch wenn Regen kommt, sammelt sich da und ich habe dann immer den Rotz da, ne? Also die ganze Zeit. Das ist so doof. Also es ist wirklich ärgerlich, auch mit den flach angestellten Modulen, das nervt dann schon sehr. Also unten die Reihe, die kannst du eigentlich, ich kann es dir sparen, die ist eigentlich gar nicht da. Aber Andreas, wenn's dich beruhigt, ja, es gibt Regionen in Deutschland, da sind Schneefänger am Dachpflicht, zum Beispiel bei uns. Ah, scheiße. Das ist ärgerlich, ja. Mich auch schon gefragt, was machst du dann? Also dann bist du ja sogar, wenn du antaust oder so, dann bleibt es da hängen. Keine Chance, musst warten, bis es alles wegschmilzt. Hm. Hilft nichts. Ach, scheiße. Das ist ärgerlich. Weil dieses restliche Wasser anzuziehen. Wobei man dieses restliche Wasser wohl auch über Kapillarwirkung und so ein paar Clips, das habe ich zumindest mal gelesen, aber noch nicht probiert, wegziehen kann. Ne? Die habe ich drauf, das funktioniert sogar. Das Problem ist halt nur, das Wasser geht raus, aber die Pollen und der ganze Schmutz bleibt halt leider da. Wo wollte ich gerade sagen, bei mir im Haus da auch so ein A-B-Test am Laufen und es bringt gar nichts, gefühlt. Okay, mir leider auch nicht. Also das Wasser geht schon weg, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Das ist halt echt schade. Ich hatte da auch viel Hoffnung drauf, aber es hat es nicht so gemacht. Und jetzt sind alle ab. Also keine Ahnung, warum. Die sind alle runtergeplumpst.
Helmut schreibt hier im internen Chat, den Rand einfach wegflexen. Ja, genau. Ja, das war nicht ich, das war ein Zuschauer. Der Ach so. Hier, die Frage, ob man die mit Wechselstrom bestromen kann. Einmal bestimmt. Einmal, ja genau. Bis die Dioden im Eimer sind, kannst genau, du das machen. Genau, tut den Dioden nicht gut. Nee, muss schon Gleichspannung sein. Also im Endeffekt das, was der MPPT abgibt, in Gegenrichtung sozusagen. Ja. Du kannst es machen, solange du nicht negativ wirst. Ne? Also du kannst, weil ein Kumpel von mir hat tatsächlich so einen super alten Generator und der macht eine positive Sinuswelle. Also die geht immer nur auf Null und dann wieder hoch. Ah, ja, okay. Das könnte man theoretisch machen, keine Ahnung. Ja, aber also man verliert auf jeden Fall die Garantie, wenn man es macht, wie ich es verstanden habe, weil die alle Anbieter sagen, nee, darfst du nicht. Gut, es kann wahrscheinlich auch keiner nachvollziehen, es sei denn, jemand checkt das Panel aufs Kleinste, was wahrscheinlich auch keiner machen wird, wenn der Garantiefall eintritt. Aber es ist wahrscheinlich unwirtschaftlich, wenn man nicht weiß, die nächsten 2 Monate wird das Dach mit Schnee belegt sein. Ja. Leider. Ja, oder man kann natürlich auch jetzt bei mir im Carport oder so einfach hier so ein Gasherd drunter packen, hier so ein Weber und dann einfach mal so ein paar Stunden mit 10 kW darunter dübeln. Dann wird der Schnee wahrscheinlich auch wegtauen. Könnte ich eigentlich mal ausprobieren, aber ist mir eigentlich auch zu schade ums Gas. Ja, also was war das? Unter die Module? Heizfließ. Eher nein. Da wird man so viel Strom reinballern müssen und das wird sich nicht rentieren. Auf der anderen Seite, man könnte natürlich, wenn man irgendwie so eine Verrohrung hätte, unterirdisch, halt unter den Panels die Rohre, die dann auch ins Erdreich führen, wo es dann wieder aufgewärmt wird, einfach nur durch Erdwärme. Und man macht dann einfach so einen kleinen Motor, der das dann einfach zirkuliert, könnte man wahrscheinlich schon was gewinnen. Das rechnet sich wirtschaftlich bestimmt. Ja, ja. Genau. Also, jetzt mal ganz kurz, es gibt doch diese Kombi-Module, wo du Photovoltaik und Solar in einem hast. Wie gibt's immer noch? Bei denen aus? Ja, die gibt's bestimmt. Kann man bestimmt machen. Ja, auch interessant, ja. Aber ich wüsste jetzt auch keinen, der sowas hat. Und dann hast du das vielleicht, was weiß ich, an deine Gasheizung mit dranhängen und lässt da einfach mal deinen Wasserkreislauf durchlaufen. Keine Ahnung, ob das dann die Module wegtaut. Stimmt, ja, das könnte echt tatsächlich funktionieren, ne? Klar, klar. Im besten Fall hast du eine Wärmepumpe. Wie viele Zuschauer haben wir? Ich habe hier schon bei mir 950. Komm, jetzt sag. Das 1101. Yeah, geil. 1108. Springt nach oben. Verrückt. Sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen, aber das musste jetzt. Und jetzt kommen wir auch nochmal bei dir, Andreas. Du hast jetzt auch einige Upgrades vor. Was hat es hier mit dem Day oder wie heißt der auf sich? Genau, ich habe mir einen schönen Day-Wechselrichter gekauft. Ich, keine Ahnung, war auch lange am Überlegen, ob ich mir das antun will, aber ich dachte, komm, scheiß drauf, weil die sind günstig und das war jetzt so ein bisschen, weil die Community eigentlich ganz gerne mag und ich dachte halt, das ist vielleicht ganz spannend, die mal zu testen. Ich glaube auch, die Anbindung jetzt zumindest an mein System ist relativ reibungslos, das finde ich halt nicht so schlecht, also das kann ich relativ leicht switchen. Mir ging es jetzt hauptsächlich darum, dreiphasig zu werden. Weil im Moment mit der einen Phase ist halt echt Mist, ne? Also ich schmeiß im Sommer wirklich sehr häufig mittlerweile, wenn der Akku voll ist und so, also ich kann es auch nicht so gut regeln, das ist echt ärgerlich, ne? Also 5 kW maximal einspeisen und dann kommen halt 10 rein und dann keine Ahnung, wenn der Akku voll ist, dann sind die 5 weg. Also das ist wirklich super, super ärgerlich. Und, das heißt, der Day, der kann alles, da haust du deine Strings drauf, da haust du da AC-seitig dein Haus drauf und auch die Akkus DC-seitig und der macht einfach alles sozusagen. Ja, genau. Also im Prinzip ersetzt er jetzt einfach den, halt nur hat er nur drei Phasen. Boah, ich schmeiß mal diesen Christian raus, der geht mir echt auf den Sack. wie viel Bums hat er? Hat er 10 kW oder noch mehr? Okay, ist das der 8er oder der 12er? Achso, ja, Andreas ist abgelenkt. Minuten. Jung, so. Mal Ruhe hier. Wie viel Power haut er? Wenn ihr noch einmal fragt, wie viele Frauen im Chat sind, kriege ich die Krise. Also 0. Kann ich jetzt schon sagen. Also. Andreas, wie viel Power gibt der durch? Der hat 12. Oh, wow. Ja, 12 kW. Reicht nicht, weil ich wollte das Dach gerne voll machen. Also ich bin jetzt gerade da mit dem Dachdecker am Sprechen und also im Moment ging es da nicht, weil immer Schnee war. Und wollten oben mal schauen, ob ich dann nochmal eine Bitumenbahn drüber mache, weil die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt und dann vielleicht lieber 2, damit ich dann Ruhe habe. Und jetzt erstmal so Vorbereitung, dann muss das halt jemand auch dann festmachen, das möchte ich nicht so gerne machen wegen der Dämmung und so, dass das dann halt irgendwie ordentlich gemacht ist. Also das wären so ein Parts, die ich jetzt nicht selber machen möchte. Genau, aber unten halt, da werde ich dann mit meinem Elektriker wieder fleißig
rumfummeln. Da liegt schon das dicke Kabel. Cool. 5x10 mm². Also schon ein ganz schöner Oschi. Aber da muss dann halt alles drüber. Das ist das hier, was man hier sieht, das Kabel. Ja, genau, das ist das dicke Ding. Also eigentlich geht so viel dicker als das alte ist es gar nicht mal. Also obwohl das deutlich mehr Querschnitt hat. Ist auch relativ flexibel, damit ich es durchs Leerrohr noch durchkriege. Das wird ein bisschen nervig, befürchte ich. Dafür ist auch die Tube da. Das ist irgend so ein Kabelgleitmittel. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Schmierseife. Und fand es auch ein bisschen lustig. Die Kommentare. Ich hatte mal so einen Community-Post gemacht. Die Kommentare waren ganz witzig. Was mich mal interessieren würde bei dem Die, wenn du das Ding aufbaust, ist tatsächlich der Standby-Verbrauch von den Dingern. Das ist ja ein HF-Inverter und der müsste rein theoretisch mehr brauchen als die Victrons. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist. Würde mich echt interessieren. Ein Freund von mir hat gemessen mit ungefähr 100 Watt Standby-Verbrauch. Oh, wow. Den 12er auch, oder? Ja, den 12er. Das dann schon ordentlich. Aber ich bin gespannt, was Andreas so... Schau mal, was der misst, ob der besser messen kann. Aber Andreas ist wahrscheinlich... Also ich finde es schwierig, das zu messen. Also zum Beispiel bei meinem jetzt ist es halt, der verhält sich so saudämlich. Also der, wenn jetzt zum Beispiel der Akku leer ist, dann lutscht er trotzdem noch am Akku, um sich selber zu versorgen. Das siehst du dann halt. Und dann irgendwann, wenn er dann so eine gewisse Schwelle unterschritten hat, lädt er den nach und dann lutscht er schon wieder von dem Ding. Also das ist halt total merkwürdig. Ich vermute mal, der wird sich da ähnlich verhalten. Und das macht es aber echt schwer zu messen, wie viel der wirklich zieht. Und wenn keine Ahnung. Einfach im Inselbetrieb misst und dann einfach nur den per Akku versorgst, dann hast du ja zu. Ja, nee, dann hast du wahrscheinlich den einen Teil wieder nicht versorgt, ne? Und die Relais genau, also dann auch den, nicht. Wenn du den Inselausgang anmachst, verbraucht er direkt mehr, das weiß ich. Ja, okay. Also ich habe auch das Gefühl, Jens, wenn ich meine Multiplus als Insel laufen lasse, haben sie einen bisschen höheren Verbrauch, als wenn ich netzparallel unterwegs bin. Aber da kannst du wahrscheinlich nichts zu sagen, wenn du immer nur netzparallel bist. Da bin ich raus. Aber was ich schick finde bei dem DAI ist auch dieser Generatoreingang, den der hat, ne? Also wo du dann nochmal zusätzlichen Eingang hast, um externe Sachen anzuschließen. Das ist echt schon, technisch ist das Ding cool, aber ich bin zu geizig, mir das Ding einfach nur mal zum Testen in den Keller zu hängen. Also dafür ist es dann wieder übertrieben. Aber deswegen bin ich sehr neugierig, was Andreas daraus kriegt. Ich bin auch echt gespannt. Ich auch, also wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, also vielleicht finde ich ihn auch nicht gut, also immer die Mikrowechselrichter, da gab es ja das ein oder andere Problem, deswegen bin ich mal sehr gespannt, aber also ich werde ihn jetzt glaube ich nicht aufschrauben und gucken, ob da ein Relais drin ist, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen albern, also... Ja, hat der Helmut ja jetzt auch gefragt, hast du es gar nicht gehört, Andreas? Er hat gefragt, ob da ein Relais drin ist oder nicht. Ja. Also klar, oder? Ey, komm schon. Ja, ja, klar. So, das sind die nicht, oder? Aber ich bin echt mal gespannt, kommen wir gleich nochmal dazu, wenn du vielleicht auch einphasig das Ding hardcore auslastest, weil es ist ja nicht, also du kannst ja Phasenschieflast damit generieren. Das ist nicht so, dass du pro Phase 4 kW durchnudeln kannst, sondern du kannst auf einer 6 machen, auf der anderen dann halt die Differenz zu 12. Das ist halt schon cool irgendwie. Da bin ich echt mal gespannt, was da deine Erfahrung sein wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie gesagt, aber es ist noch mega viel Arbeit. Also ich glaube, bis das alles läuft, das Erste wird sein, das Teil aufzuhängen und die alte Anlage anzuschließen. Alles erstmal vernünftig dreiphasig zu machen, Notstrom, Umschalter und so dran. Also das ist ja alles gerade gar nicht da. Ne? Und das müssten wir jetzt alles noch machen. Das wird schon ein Riesenaufwand. Und bis die PV-Module, das würde ich wahrscheinlich erst so ringe Richtung Sommer angehen. Also das ist leider alles noch, leider noch viel Arbeit, aber gut. Und hier sieht man auch noch diesen Zentralumschalter, den du dir eben gekauft hast, den ich bei mir auch gerade in den Schaltschrank reingedübelt habe. Um dann eben zwischen netzparallelen Betrieb und Inselbetrieb quasi hin und her schalten zu können. Ist das der Sonntimer oder welcher ist das? Genau, diese ÖSI-Anbieter, ja, ja. Ich kann es mir auch nicht merken, wie der heißt. Wie ist der Kraus oder ne? Kraus und Neimer gibt es. Ja, genau, der ist es. Ja, genau, der ist es, ja. Also hier für alle diejenigen, die sich jetzt interessieren dafür, was wir jetzt da blöd rumlabern, hier auf meintechblog.de habe ich hier eben dazu geschrieben, warum ich den empfehle, beziehungsweise Blogleser von mir. Den empfehlen. Ah, fällt der Name gerade nicht ein. Also ein Blogleser von mir, der hat mir alle möglichen, also der hat den durchgetestet und auch den von Hager und hat eben aufgelistet, was jetzt an dem besser ist. Ja, also lest einfach nach, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall wirst du so einen Umschalter einbauen und ich beispielsweise habe den jetzt auch schon drinnen, beziehungsweise hatte vorhin den Hager drinnen. Und es ist eigentlich schon mal ganz cool, wenn man einfach mal aus Testzwecken einfach mal in den Inselbetrieb wechselt und einfach mal guckt, ob das funktioniert. Und man ist einfach in dem Moment völlig autark. Das ist echt ein obercooles Gefühl. Also kann ich nur empfehlen. Ja, das kann ich mir auch cool. Also stelle ich mir auch schön vor. Wir hatten ja auch mal 3 Tage irgendwie Ausfall und
Das stelle ich mir schon geil vor, wenn du dann umschaltest und alle sind platt und du kannst dann auch fleißig. Das ist schön, ja. Es sei denn im Winter, dann bringt es mir auch nichts. Ja, gut. Es sei denn, du lässt dann halt, was ich, 50% SOC stehen, dann kannst du dich nochmal ein bisschen über ein paar Tage vielleicht retten. Das stimmt, das kann man sich überlegen. Ja. Wenn die Panels dann zu sind, dann nochmal irgendwie mit so einem Gasbrenner vielleicht nochmal ein, zwei Panels freischieben. Quatsch. So, dann haben wir bei dir nochmal was. Genau, ja, ich habe mir ein E-Auto geleast jetzt. Ja, genau, ich habe, verrat nicht mehr, also es ist ein Tesla, aber ich habe mal nachgeguckt, ich habe recherchiert im Hintergrund, was für ein Tesla es ist. Und das ist nämlich das Ding geworden hier, oder? Ja, na klar, also auf jeden Fall. Der ist gut. Leider nicht, ja, aber gut, ja. Erzähl. Ja, den Y halt, ne, die hatten ja jetzt irgendwie dieses Angebot da, das war ja schon krass, also das hat mir irgendwie mein Cutter geschickt, der hat ja auch so einen kleinen Kanal, so ein bisschen über E-Autos und so, und der hat mir geschrieben, Andreas, du suchst doch schon lange, die haben mir gerade 0%. Ich habe selben Abend dann das Ding bestellt, ey. Also wir haben echt so lange gesucht und irgendwie war nie so was dabei, wo ich dachte, ist cool. Und keine Ahnung, ja, jetzt hatten wir aber auch ein paar Tage vorher, war tatsächlich unser Mini dann nochmal in Reparatur und der ja, sagte dann auch schon, wird nicht mehr so lang, ne, irgendwas mit der ich glaube, mit der Nockenwelle meinte er es wahrscheinlich da bald. Und dann merkst du, okay, so langsam geht's zum Ende. Und wir sollten uns langsam mal, ja genau, die 0% Finanzierung haben. Das heißt, also schon mal Glückwunsch vorab dazu. Wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern, bis du ihn abholen kannst, oder? Ja, am Samstag. Ach, krass. Ja, läuft. Also, das ist der Hammer. Ey, ich fand das so geil. Ich war, keine Ahnung, ey, die ganze Bestellung übers scheiß Handy, ne, und das hat alles funktioniert, leck mich am Arsch, ey. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das fand ich so geil. Also, ich kenne das einfach gar nicht, ja. Also, bis zur Behörde, ja, da war alles super, also komplett digital, alles keinen Stress. Das war so schön. Also, ich habe das noch nie gesehen irgendwie. Ich dachte mir, sowas geht wirklich, also hier. Und dann kam die Behörde, das kannst du ja theoretisch auch online machen, aber da kam dann immer keine Verbindung zum Kraftfahrtsbundesamt. Und dann wollte ich, keine Ahnung, hatte ich dann irgendwie meine blöde PIN vergessen vom digitalen Ausweis. Und jetzt kann man sich auch keinen neuen Brief mehr schicken lassen. Das haben sie einfach beendet. Jetzt muss ich dann irgendwie zur Behörde laden. Ich habe gedacht, leck mich am Arsch, weißt du was? Dann fahren wir halt da morgen hin und Ende. Ey, das ist mir zu blöd. Genau. Aber da sind die Prozesse bei Tesla auch schon besser geworden. Also unser Model 3 ist schon 4,5 Jahre alt. Damals war es auch noch nicht so ganz so rund. Und der Model Y jetzt Mitte des Jahres ging auch ratzfatz. Da konnten wir auch innerhalb von, glaube ich, 1,5 Wochen oder so abholen. Die Behördengeschichte, die hat tatsächlich noch am meisten Zeit gefressen. Ja, aber wird auf jeden Fall alles gut klappen bei dir, bin ich mir ganz sicher. Ja, bin total gespannt. Also, was mich da noch so ein bisschen interessieren würde, also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Autofanatiker. Also, ich glaube, viele Videos werde ich wahrscheinlich nicht drüber machen. Würde ich jetzt zumindest momentan denken, weil es mich einfach nicht so triggert. Keine Ahnung, ich hatte noch nie so ein Faible für Autos. Und es gibt echt genug Scheiß-Videos über den Tesla. Ich glaube, das braucht kein Mensch mehr. Also. Vielleicht kommen ja Hater-Videos, man weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, das wäre schon echt witziger, ja, das überlege ich mir mal. Lass uns doch wieder mal zu PV-Anlagen kommen. Ah, so, sorry. Ja, ich auch. Andreas, eine Frage würde ich euch gerne noch stellen, wenn ich darf. Dann und zwar bei dem Y, wie kann man den steuern? Also über MQTT, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, halt die Ladeleistung zu steuern? Also das kann man alles machen. Gibt es eine Tesla-API, die man halt anzapfen kann, auch über Node-RED. Die jetzt leider seit gestern, glaube ich, irgendwie ausgefallen ist, weil Tesla wieder was am Format gedreht hat oder so. Also da wird es wahrscheinlich wieder ein paar Tage dauern, bis das Plugin oder diese Nodes sozusagen wieder nachgezogen werden. Das ist immer ein bisschen nervig. Also wenn es funktioniert, funktioniert es gefühlt mal ein halbes, dreiviertel Jahr komplett ohne Probleme und dann hakt es halt mal wieder. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es echt perfekt. Du kannst dir alle gefühlt 150 Fahrzeugdaten auslesen, vom State of Charge bis ob der jetzt keine Ahnung, alles Mögliche. Das ist echt völlig verrückt. Und da du muss kannst man dazu sagen, das geht mit anderen Fahrzeugen auch. Ne? Also das ist jetzt nichts Tesla-Spezifisches. Oft geht es auch über die Wallbox, ne? Dass du die Wallbox steuerst, dass die Ladeleistung hoch und runter schraubt. Also, und außerdem lesen die dann auch die Fahrzeugdaten aus über die App-Schnittstellen. Ne? Aber bei Tesla, ich weiß nicht, ob es woanders auch so ist, du kannst über die Tesla-API die Ladeleistung auch direkt dem Auto vorgeben und du kannst runtergehen bis 1 Ampere. Mhm. Was jetzt viele sagen werden, ja, da hast du so viele Verluste und das Auto frisst so viel im Standby, bla bla bla. Aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit.
Beispielsweise, wenn die Sonne jetzt nicht scheint oder so, und du willst auf keinen Fall, dass der Ladevorgang abbricht oder du aus dem Netz beziehst oder dein Hausakku genutzt wird, stellst du halt einfach auf 1 Ampere runter und bei einphasig nuckelt der dann halt nur 230 Watt weg. Und wenn dann die Sonne wieder kommt, dann kannst du halt dynamisch wieder hochdrehen, ohne den Ladevorgang abzubrechen. Genau. Also viele Fahrzeuge haben halt mindestens 10 Ampere, ja, das ist die untere Grenze oft. Aber ja, richtig, ja. Ja, cool, das ist spannend. Also die Frage, die da steht, Wallbox, also ich habe bisher noch gar keine Wallbox. Ich bin da noch so ein bisschen am Überlegen halt, was ich mache, ob wir dann Vehicle-to-Grid wollen und so. Aber ich glaube, dass das bei mir echt gar keinen Sinn macht, weil... Kann der Tesla auch gar nicht. Ja, und ja, keine Ahnung, das kann man sich bestimmt irgendwie hinfrickeln, aber Da müsstest du jetzt schon ein Auto kaufen, das dafür ausgelegt ist. Ja, also wirklich, ja. Also rein theoretisch können wir den Akku... Ja, die Batterie, ja, stimmt, beim Leasing-Auto ist auch nicht so schlau, egal, lass mal das... Ja. Da kommen wir eh nicht dran, ne? Das ist wahrscheinlich totaler Käse, ja. Nee, aber es macht eh keinen Sinn. Also ich meine, keine Ahnung, was willst du machen, ne? Was soll ich... also warum sollte ich Vehicle-to-Grid machen? Mit welcher Intention? Also ich meine, ich habe ja schon einen riesen Speicher da unten stehen. Was soll mir das noch groß bringen? Und ja, also wenn, muss ich irgendwie zusehen, dass Energie wegkommt. Ja. Aber ich will die ja das selber gar Winter, nicht. Im Winter Vehicle-to-Home, ja, das wäre noch relevant. Aber nicht to Grid. Ja. Das stimmt, klar, um das Haus noch zu speisen. Das wäre ganz cool, ja. Aber auf der anderen Seite, beispielsweise in Kalifornien, gibt es ja schon zigtausend von diesen Tesla-Wallboxen. Also die heißen Wallbox, aber das ist halt der Hausspeicher quasi von Tesla, die halt als virtuelles Kraftwerk zusammengeschaltet sind. Und wenn der Netzanbieter sagt, hey, ich brauche irgendwie Energie im Netz, bevor ich die teuren Gaskraftwerke anfeuern muss, können die Tesla Powerwalls was in die Grid reinpumpen. Das könnte dann auch der Tesla sein. Kriegen die teilweise irgendwie über $1 pro Kilowattstunde. Dadurch, dass die halt das Netz stabilisieren. Und das wäre dann schon ein Incentive, auch wenn es bei uns der Fall wäre, wenn du wirklich ganz gut Asche machst dafür, dass du halt x Prozent deines Speichers quasi vorhältst, um dem Grid irgendwie auszuhelfen. Jörg, wir müssten ein bisschen weitermachen, weil wir erst beim zweiten Haus sind und sonst... Danke dir. Gerne. Dieses Bild ist übrigens entstanden mit meinem Kopf, ganz kurz, im Peterson Museum, irgendwie in Los Angeles, da war ich vor 2 Wochen und es war irgendwie wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig für mich als Tesla-Fanboy. Da gab es eine Ebene quasi nur mit Tesla-Stuff, hier mit irgendwie noch dem Cyberquad und irgendwie Geschichte von Tesla, und hier war von Boring Company auch noch alles mögliche am Start mit dem Flammenwerfer und hier der Tesla-Bot und keine Ahnung was. Wer die Möglichkeit hat irgendwie oder in der Nähe ist, keine Ahnung, zufälligerweise, guckt da auf jeden Fall vorbei. Ich wusste es gar nicht, dass es irgendwie mega cool ist. Also da lernt man nicht nur Tesla kennen, sondern die ganze Geschichte der Automobilindustrie von den Anfangszeiten, Massenproduktion und Pipapo. Und wir wollten eigentlich nur hin, weil unser großer Mega-Fan ist von Cars, also von Lightning McQueen, und der steht da halt rum. Dann sind wir halt deswegen dahin gegangen und dann plötzlich, bam, stand da ein Cybertruck gleich im Eingangsbereich und. Also es war echt mega, mega geil. Nur mal ganz kurz am Rande. Yo! Optimierungspotenziale können wir gleich nochmal kurz reinballern. Du hast gesagt, einmal Energieoptimierung, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht so im Detail reinblasen, aber was hat es damit auf sich, vielleicht in einer Minute? Ja, ich mache ganz schnell. Also wir entwickeln gerade ein Energieoptimierungssystem, wir haben jetzt eine PV-Prognose, ich bin dann der Lastprognose dran, die ist eigentlich auch mehr oder weniger fertig für Hauslasten, also die anderen muss man dann quasi bestimmen, das ist ja der Trick dabei. Und dann kann man quasi so eine Optimierung machen, wann lade ich am schlausten zum Beispiel mein E-Auto und wann zum Beispiel kann ich ich mache mir irgendwas, weiß ich, um 12 Uhr meinen Akku voll mit PV und nutze den Strom dann eine Stunde später oder so. Und das soll der alles selber optimieren. Also das ist so das Ziel. Und das wird ein Kickstarter-Projekt und dann komplett auch umsonst. Also wir werden dann irgendwie so eine kleine API anbieten bei uns auf der Webseite und dann kann das eigentlich jeder nutzen. Und Start ist wahrscheinlich fürs Kickstarter Ende Februar, Mitte März irgendwie so haben wir angepeilt. Cool. Genau, und dann geht's los und ich vermute, dass wir 6 Monate oder so brauchen. Wir haben jetzt auch schon ein paar ganz coole Entwickler dabei. Genau. Gibt's aber noch kein Video von dir drüber, oder? Nee, es ist ja noch nicht so weit, ne? Also wir sind gerade so ein bisschen am Background am Frickeln und jetzt müssen wir langsam mal die Kickstarter-Seite und dann mal schauen. Das ist halt echt wahnsinnig viel. Also bin ich auch echt ultra gespannt, was du da auf die Beine stellst. Also hier habe ich auch schon ein bisschen rumgefrickelt mal mit Dynamic ESS von Victron und MHAS gibt es auch so eine Lösung, was so Optimierungsgedöns irgendwie macht, aber das ist alles so semi-geil gefühlt. Also bin ich echt mal gespannt, was da kommen wird. Dann Punkt 2, E-Auto hat man gerade schon. Ich glaube, du oder ihr als Familie fahrt gar nicht so viel, aber da bin ich trotzdem auch mal gespannt, was dann
du sagen wirst. Wie viel fahrt ihr so? Oder habt ihr vor, damit zu fahren? Wenig. Wir fahren nicht viel. Also keine 10.000 im Jahr. Das okay. Ja gut, dann wird es auf deinen Verbrauch nicht so großen Einfluss haben. Aber bin trotzdem gespannt, was du dann sagen wirst. Ja, wir brauchen ein neues Auto, deswegen ist keine Ahnung. Ja, und ich will's auch einfach mal testen. Punkt 3, mehr PV, hattest du ja auch schon angesprochen. Dach soll voll werden. Wie viel kommst du dann? Ja. Statt 12 dann? Weiß ich nur nicht. Vermutlich 12 kW nochmal dazu. Ach, nochmal dazu. Ach, krass. Ja. Ja, da müsste ja einiges gehen. Cool. Fertig. Nächster. Ich halt Schnuss jetzt. Gut. Günzibude, Jonas. Bei dir kommen wir, glaube ich, relativ schnell durch. Wobei, wir haben auch eine Folie dabei bei dir, die auch echt spannend ist. Aber starten wir mal los. Also du hast mit deiner knapp 10 Kilowatt-Peak großen Anlage, die ja aktuell noch komplett südlich aufgebaut ist, richtig? Ost-West. Ich komme immer durcheinander. Ost-West, genau. Hast du 139 Kilowattstunden geerntet, 14 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak übers Monat gesehen. Das ist, glaube ich, echt ein guter Wert im Vergleich zu uns allen anderen. Ich glaube, nur Thomas ist noch besser. Können wir später mal gucken. Hast eigentlich alles selber verbraucht? Hast ein bisschen was eingespeist? Waren es Regelverluste oder war dein Speicher da einfach voll? Ja, das sind noch so Optimierungspotenziale an der Stelle. Ich bin ja da auch noch momentan dran, die ESS-Anlage, die ist ja eh noch im Demo-Betrieb und die habe ich dann mal zu und weggeschalten und mal ein bisschen rumprobiert und geschaut, was das Beste für die Anlage dann ist am Ende. Deswegen ist da noch relativ viel ins Netz, weil es ja auch einfach mal aus war, wenn halt letztendlich ja, der Tag nicht so gute Vorhersagen hatte und damit ja ich den Akku nicht geladen habe und wenn der Strom halt dann nicht quasi abgenommen wurde, ist halt eingespeist worden. Also das ist so der Hauptgrund und Regelungsverluste, klar, die wie bei dir eben auch stark schwanken sind. So ein Tag wie heute, wo Sonne und Wolken sich in Sekundentakt jagen, gibt es höhere Regelungsverluste und aber das ist ja wie bei euch oder bei dir auch. Jo, ja, aber gut, ich meine, runtergerechnet nicht ganz eine Kilowattstunde pro Tag an Regelverlusten, ja gut, könnte auch schlimmer sein. Absolut. Autarkie genau. Ist natürlich auch so semi, wobei du hast auch keinen so hohen Hausverbrauch. Ich glaube, du hast auch geschummelt. Jetzt hast du nicht über deine Wärmepumpe geheizt, sondern über einen Kachelofen-Moped, oder? Genau, also wir mögen es halt ganz gut, dass wir da eben einen Kachelofen haben. Da haben wir ja auch gleich noch eine Grafik dazu. Da können wir gleich mal reingehen. Ein bisschen was dazu erzählen. Genau, das sieht man mal so die Heizungsanlage mit dem Pufferspeicher und den verschiedenen Heizkreisläufen. Man sieht hier einmal den Pufferspeicher an sich mit den drei Temperaturen im oberen Bereich, im mittleren Bereich und im unteren. Und da ist so eine schwarze Linie, das ist so eine Art Trennplatte, die hat so Löcher drin, aber die sorgt halt dafür, dass das heiße Wasser nicht nach unten fällt, einfach so, sondern das ist verzögert. Weil im oberen Bereich wird dann auch das Wasser entnommen zum Erstellen des Warmwassers für Dusche und Wasserhähne und Brauchwasser dann. Genau, das Brauchwasser wird quasi aus dem oberen Bereich erhitzt und gibt dann nach dem Wärmetauscher-Prozedere unten das Wasser wieder zurück in den unteren Bereich vom Puffer. Und die Heizkreisläufe machen es im Endeffekt genauso. Die nehmen es normalerweise knapp unter der Trennplatte, nehmen die das weg und geben dann den Rücklauf wieder ganz unten zurück. Und ja, das ist eigentlich mal so relativ normal. Das macht jede Wärmepumpe so. Nur man sieht schon an den Temperaturen, 75 Grad. Die können natürlich nicht über die Wärmepumpe kommen, sondern das kommt dann hier eben über den an der linken Seite sichtbaren angedeuteten Kachelofen mit Wärmetasche, der dann eben über eine Differenztemperaturregelung ab einer gewissen Gradzahl das Wasser der Wassertasche in den Pufferspeicher ganz oben reinholt und sich unten das kalte Wasser wieder rauszieht. Und damit kann man eigentlich wunderbar das Haus versorgen, vorausgesetzt man kommt gut und brauchbar an Holz und kann das gut lagern, braucht natürlich ein bisschen Platz dafür, aber dann funktioniert es sehr, sehr gut. Und deswegen, wenn man gesehen hat auf dem Bild, ich glaube 36 Kilowattstunden waren es gerade mal für die Wärmepumpe. Genau, und das wäre normalerweise hier das, keine Ahnung, 20-fache oder so, normalerweise ja, im Dezember. Und insofern, da kann man dann schon auch ein bisschen was optimieren oder wie du es nennst, cheaten und sich dadurch Stromverbrauch ein bisschen sparen. Die Besonderheit hier ist noch so ein bisschen, da ist noch so ein Heizkreis C mit dabei.
Das sieht man auch schon, der Vorlauftemperatur, die ist bei 42 Grad. Ist ja. Genau, und da können dann auch noch so Dinge beheizt werden, die normal mit der Wärmepumpe nicht möglich sind. Und das mache ich halt regelungstechnisch immer dann, wenn genug Wärme im Puffer ist, wird der Heizkreis C aktiviert und da hängen dann zum Beispiel der Handtuchtrockner dran und so eine Sitzbank, wo man sich schön ja, hinsetzen kann, quasi mit so Schieferplatten, und da kann man sich da eben im Winter noch ein bisschen mullig warm machen. Genau, und das, dieses Konzept geregelt im Wesentlichen auch über Loxone ermöglicht halt einfach, dass man da, was die Heizkosten betrifft, vorausgesetzt natürlich, man kommt gut an Holz, ja, kann man ganz gut damit arbeiten und die Stromkosten auch oder den Stromverbrauch reduzieren. Ja, echt nice. Und ich glaube, die Besonderheit bei deiner Anlage ist auch, du hast so eine Frischwasser-Zapfstation-Action irgendwie, was quasi Legionellenbildung komplett vermeidet, weil es einfach so ein Durchlauferhitzerkonzept ist. Genau, es gibt halt keinen Brauchwasserpufferspeicher, sondern es gibt die Frischwasserstation, die ist hier auch abgezeichnet in diesem grauen Kasten, wo eben einfach das Wasser von oben das nach unten, wenn Wärmetauscher durchläuft. Nee, weiter rechts am Pufferspeicher. Ach, das Ding hier, sorry. Ja. Genau. Und da ist der Wärmetauscher drin und der liefert einfach das warme Wasser dann sozusagen an die Verbrauchsstellen. Und damit hat man nur stehendes warmes Wasser in den Leitungen und nicht mehr in irgendeinem Pufferspeicher. Ultra cool. Was ist das für eine Visualisierung? Ist das irgendwas Bekanntes? Oder es ist Anlagenschema. Also das Anlagenschema an sich ist von dem Wärmepumpenhersteller und die Werte trage ich da mit Loxone ein. Und das kann ich mir dann in der Loxone-App eben aufrufen oder auch am iPad dann immer anzeigen lassen. Und genau, ja, ich bastel da immer noch ein bisschen rum. Geht bestimmt noch ein bisschen schöner, aber gibt einen guten Überblick über die Heizungsanlage. Rein theoretisch könntest du dann auch nicht nur die Statusinformationen abrufen und anzeigen, sondern auch irgendwie Schalter einblenden, wo du das ein- oder ausschalten kannst oder Temperaturen hoch- oder runterdrehen kannst, sowas. Das ist schon ganz cool gemacht. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das geht im Anlagenschema von Loxone. Das wäre toll, weil dann könnte ich auch die Zapftemperatur vom Warmwasser hier direkt im Anlagenschema ändern, weil da ändere ich immer wieder mal ein bisschen was oder mal die Zirkulationspumpe starten oder solche Sachen. Aber das müsste ich mir nochmal anschauen. Geht vielleicht, ja. Ohne Gewehr oder halt Telnet verwenden. Nein, Quatsch. Nee, aber müssen wir mal ausprobieren. Ja, würde mich auch interessieren. Ja. So ein Anlagenschema habe ich auch schon mal ein bisschen drum gespielt, aber da steckt, glaube ich, Potenzial drinnen. Gerade. Ja, also bei dir könnte ich mir das auch super für deine PV-Strings vorstellen, ja, oder auch für die einzelnen Panels, dass du dir das Bild, was du von Solar Edge hast, quasi da reinlegst und dir die Werte da anzeigen lässt. Da musst du nicht mehr zwischen den Apps hin und her switchen. Quasi die Solar Edge Web Interface Geschichte einfach nachbauen, ja. Aber dann halt runtergeregelt genau. Oder halt nicht auf Panel-Ebene, sondern dass man es sich runterrechnet. Ausrichtungsmäßig auf die Kilowatt Peak verbaut sind oder so, damit man es wirklich vergleichen kann. Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Also ich würde es jetzt auch machen, im Rahmen der PV-Erweiterung will ich mir so eine Visualisierung für meine PV-Strings machen, weil die ja dann auch nicht mehr so ganz einfach zum Auswerten ist, dadurch, dass verschiedene Wechselrichter dann zum Einsatz kommen. Cool. Finde ich echt ein cooles Konzept, echt ausgefuchst, aber da hast du ja schon bei der Hausbauplanung komplett alles durchdacht und deinen Ofen da mit eingesteuert, beziehungsweise auch Fühler noch vorgesehen, so One-Wire-Temperaturfühler, um alles eben checken zu können, plus die ganze Leitungsführung natürlich, plus noch an die Ventile, damit du dann dynamisch dann auf- und zu machen kannst, je nachdem, wie die Temperaturen sind. Also echt genial, echt stark. Und zu deiner Anlage an sich, also aktuell hast du das Haus verbaut, hast du ja gesagt, Ost und West, und jetzt ist der nächste Schritt eine Anlagenerweiterung auf insgesamt 8 kW. Hier nochmal, wie viel sind es? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Module auf dem Garagendach. Ja, damit kommen wir jetzt nicht ganz auf 8 kW. Da ist letztendlich auch nochmal hier auf dem Dach was vorgesehen, da ist bisher nicht die ganze Ostseite voll. Das heißt, die bisherigen Platten von Ost sollen perspektivisch auf die Garage kommen und noch mit ein paar weiteren erweitert werden. Also zwei weitere dann eben noch ergänzt werden und auf die Ostseite so viel, wie momentan die Eingangsdringspannung von dem existierenden Wechselrichter hergibt. Oder ich habe noch viel Lust und überlege, ob ich vielleicht dann nochmal wirklich komplett voll mache und mir dann noch einen zweiten String irgendwie da hinlege. Aber ja, also perspektivisch so um die 8 kW würde ich gern machen und das auch möglichst schnell, so dass ich da dann ja nochmal mein Autarkiegrad ein wenig nach oben bekomme, weil der ist ja doch recht gering. Und dann habe ich auch mehr, dann bin ich auch besser, glaube ich, so vom Verhältnis zum Speicher
einfach unterwegs. Kombination war jetzt gerade auch eingeblendet, danke Thomas, PV-Anlage plus Wallbox, wird es auf jeden Fall auch Inhalte geben, genau. Sowohl bei mir im Blog als auch hier beim PV-Quartett sicherlich. Da haben, glaube ich, wir alle schon relativ gut Erfahrungen gesammelt. Andreas wird auch sich, denke ich mal, noch Gedanken machen, welche er sich jetzt installiert und dann auch mitreden können. Und dann können wir da ganz gut darüber diskutieren, glaube ich, was so in Anführungszeichen die Königslösung ist, um möglichst viel PV-Leistung oder PV-Power in die Autos reinzukriegen. Ja, und welche Steuerungsmöglichkeiten es gibt, mit welchen Systemen, ne? Ja, genau. Ne? Gibt es ja diverses am Markt. Also ich habe bei mir jetzt gerade, der Jens ja auch, OpenWB im Einsatz. Ja. Wobei, jetzt im Winter war es halt unspannend, da kann man nicht groß was steuern oder regeln. Wenn das Auto angeschlossen ist und halt vollgeladen wird, dann ballert man halt mit voller Leistung rein, weil PV-Anlage liefert eh nichts, Speicher ist auch leer, der Hausspeicher kann auch nichts abgerufen werden. Und dann versuche ich halt, möglichst das Auto schnell zu laden, um halt die Standby-Verbräuche möglichst klein zu halten, weil immer wenn das Auto wach ist, verbraucht es halt auch irgendwie, was ich, 200, 300 Watt. Und dann versuche ich halt, das Auto möglichst schnell voll zu dübeln. Ja, aber jetzt im Februar, März wird es auf jeden Fall wieder spannend, wenn wieder genug Überschuss da ist und dann, wenn die Inhalte auch bei uns dazukommen. Ja. Insgesamt, also keine Ahnung, wenn man sich damit noch nicht großartig befasst hat, denkt man, das ist alles völlig trivial und einfach. Ja, man hat hier ein bisschen Produktion, es soll einfach ins Auto rein, aber im Hintergrund, was da für Steuer- und Regelungsverhalten notwendig ist, damit es wirklich smart funktioniert, ist schon nicht so einfach. Und wenn dann noch ein flexibler oder dynamischer Stromtarif dazukommt, dann wird es nochmal komplizierter und. Also ist nicht so einfach, aber handelbar. Ja. Cool. Dann sind wir mit der Anlage durch. Dann haben wir drei Anlagen jetzt innerhalb von einer Stunde durch. Noch nicht wird so knapp. Ganz im das Schnitt. Wird schneller, das wird schneller. Das wird schneller, das wird schneller. Ah, genau. Was haben wir noch? Optimierungspotenzial können wir auch kurz nochmal drauf eingehen. Energieoptimierung, eigentlich dasselbe Thema jetzt wie bei Andreas und bei mir eigentlich auch. Muss mal gucken, wie man die Energie sinnvoll irgendwie distributionstechnisch verteilt. Bei mir sind es auch zum Teil dann noch die Basics, ne? Also ich bin da noch gar nicht so weit. Ich kann da noch viele Verbraucher jetzt je nach Situation dann zuschalten, wegschalten. Also nicht alles ist bisher so durchdacht wie die Heizungsanlage, was bei den elektrischen Verbrauchern der Fall, also was da eben vorherrscht. Ja. Und da kann man schon noch viel Basics optimieren erstmal. Gut Ding will Weile haben. Ich meine, ich wohne jetzt hier in meinem Neubau auch schon 7 Jahre oder schon mehr als 7 Jahre und ich bin auch noch nicht durch, noch lange nicht. Also von daher, Optimierungspotenzial ist immer da oder Verbesserungspotenzial, ja. Wäre auch langweilig, wenn es nicht so wäre. Mehr PV hat man ja auch schon. Hausdach wird noch ein bisschen was kommen und Garagendach. Und dann natürlich noch mehr PV. Wobei, kannst du noch irgendwo noch mehr installieren irgendwo? Ja, ich habe da noch so ein, zwei Ideen. Aber jetzt nichts Großmächtiges mehr. Aber ich, eine Solarblume, oder? Im Garten. Rechts unten am Dach ist noch Platz. Ja, da wäre auch noch Platz, wobei da der Schatten recht schnell kommt von der Gaube, weil es ja dann so vom Süden her kommen, wird es recht schnell beschattet da hinten. Aber ja, also so Überdachung für den Holzlagerplatz oder so, die könnte ja auch durchaus mit PV-Platten gelöst werden. Also eher so kleinere Dinge, aber schauen wir mal. Und dann mit so einem Mikrowechselrichter, wobei ich habe gerade einen von meinen Eltern besorgt, der kann auch irgendwie 2,3 irgendwas kW. So Mikrowechselrichter sind die eigentlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich schon krass. Ja. Und der kostet ja irgendwie, glaube ich, 300 Euro oder so von Heumais. Fand ich auch echt krank, wie günstig die sind. Wenn das Relais funktioniert, man weiß es nicht. Nee, bei Heumals sind auch immer welche drin. Bis jetzt ja. So same you all. Bis jetzt, ja. Muss man jeden Monat mal reinschauen. Kurzer Zwischenstand, wir haben 1074 Zuschauer. Echt, tausend Dank an alle, die dabei bleiben, sich fleißig einbringen per Kommentare. Wir versuchen bestmöglich eure Fragen auch irgendwie zu behandeln. Fragt einfach, Thomas liest mit und streut dann entsprechend die Fragen ein, wenn sie dazu passen. Ja. Wenn wir am Schluss noch Zeit haben für die Fragen, die ihr quasi gebookmarkt hat, können wir dann vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Wie schaut es da aktuell aus, Thomas? Hast du viel gepinnt? Ja, ich habe ein paar gepinnt. Ein paar haben wir auch zwischendurch immer beantwortet. Die beantworten sich dann manchmal automatisch. Ein paar habe ich noch in der Hinterhand. Also gibt schon noch was hinten raus. Cool. Dann machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Anlage. Die Helmutbude. Du hast mit deiner 24,3 kW Anlage, also die ist auch schon echt enorm groß, mit einem relativ kleinen Speicher im Verhältnis dazu, dafür aber auch viele Zyklen gefahren, was auch erstmal positiv natürlich ist.
Hast 9 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak erzeugt, also auf jeden Fall schlechter als die Anlage, die wir gerade gesehen haben. Aber ich glaube sogar noch besser als meine, ich weiß es gar nicht. Ihr habt gar nicht, wobei meine waren drucken besser. Aber lässt sich, glaube ich, trotzdem sehen, dadurch, dass du auch verschiedene Ausrichtungen hast, hast du einfach ein bisschen weniger Ertrag als mit nur rein Südanlage, aber gar nicht so schlimm jetzt im Winter. Naja, ich finde es schon schlimm. Also klar, 80% der Tage sind ja Diffuslichttage und da ist es relativ egal, wo die Module hinschauen. Da ist selbst das, was auf der Nordseite vom Haus, also was er da am Carport zählt, ist ja Nordseite vom Haus, da kommt kein bisschen Sonne hin. Vielleicht auch das ganz linke Modul an der Ecke so ein bisschen. Ist aber total egal bei Diffuslicht. Da macht das überhaupt nichts aus. Da ist einfach je flacher, je besser. Ansonsten, wenn halt die Sonne rauskommt, merkt man halt, dass da irgendwie kein Modul in einem vernünftigen Winkel zur Sonne steht. Das ist einfach so. Ja, das ist ja, was auf dem einen Bild sieht man ja noch die Südanlage, die ich habe. Die ist auch im Schatten von der Hecke vom Nachbarn. Mhm. Also irgendwie alles ganz übel. Aber trotzdem hatte ich diesen Dezember ungefähr 100 Kilowattstunden mehr Ertrag als im Dezember zuvor. Ach krass. Okay. Der Dezember zuvor war schneereich und da hatte ich den Schneeschieber noch nicht. Und den Dezember, also am Anfang, vor allem Ende November ging das ja schon los, Anfang Dezember hat es bei uns viel geschneit und ich habe immer jeden Tag mit dem Schneeschieber den Schnee runtergeholt. Hast du dicken Muskel am Start jetzt, oder? Naja, das merkt man. Also mit dem Ding da am Dach hantieren, das macht Armmuskeln. Und aber ich denke, wenn man dafür 100 Kilowattstunden herausholen kann, kann man das auch tun. Und du hast vielleicht eine Kilowattstunde an Arbeitsleistung investiert? Naja, noch nicht mal wahrscheinlich. Ja, aber meine Muskulatur hat sicher nichts geschadet. Genau. Ja, ich habe ja mal ein Video geteilt, das könnte ich vielleicht beim nächsten PV-Quartett mal einblenden, von so einem Hardcore-Muckimann, so einem Rennradfahrer, der die Oberschenkel des Todes hat. Und wenn der dann eine Minute reintritt, kann der quasi für eine Minute, kann der, glaube ich, 700 oder 800 Watt an Leistung generieren auf diesem Fahrradteil und man sieht, wie sich das ganze Fahrrad verbiegt und verzieht, was das für eine Leistung ist, das ist völlig absurd. Danach ist der Mensch, der sieht aus wie Hulk Hogan und Hulk zusammen, ist todesarm am Ende und hat dann mit der Energie über die Minute einen Toast getoastet sozusagen. Es ist völlig absurd und so eine PV-Anlage, die man sich irgendwie an so ein Geländer oder an seine Balkon-PV ranbauen kann mit 800 Watt, leistet sowas halt einfach durchgehen, wenn die Sonne drauf scheint. Das ist schon krass eigentlich, ja, wenn man sich vor Augen hält, was da an Energiemenge einfach drin steckt oder an Leistung. Eigentlich pro Modul, ja. Oder ein halbes Modul, ja. Oder ein halbes Modul, ja. Das ist schon echt krass. Nur gut, was gibt es zu deiner Anlage noch zu sagen? Hast kaum was eingespeist, also die Regelung bei dir funktioniert insgesamt besser jetzt im Vergleich zu Jonas und meiner Anlage, aber bei unseren Anlagen gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Die Regelung an sich, die machst du aber nicht selber, ne? Das lässt alles, macht alles dein System komplett automatisch. Ganz normale ESS-Assistent von Victron, alles out of the box. Du hast einen EM24 verbaut oder was hast du da als Nachregelungs? Genau, ich habe einen EM24 mit dem RS485 als Bezugs- oder Netzübergabezähler und noch einen zweiten EM24. Damals gab es dieses OpenDTU-Projekt noch nicht. Die Module da auf dem Carport, die hängen an drei Heumeis HM1500 und da hängt noch so ein EM24 Ethernet dran. Der bei mir auch seit Anfang an ohne einmal aufhängen funktioniert hat, muss ich immer sagen. Weil da gibt es irgendwie die Schauer-Stories, dass die sich dauernd aufhängen. Das ist bei mir noch nie passiert. Und insgesamt hast du auch keinen so einen hohen Verbrauch? Du hast, glaube ich, auch noch so eine Gasheizung am Start für. Genau. Ist eine 24 Jahre alte Gastherme. Oder noch älter. 97 oder so müsste die sein. Hab da auch mit ein bisschen rumspielen auch den Verbrauch da ein bisschen senken können. Aber das ist natürlich ein anderes Thema, was nicht hierher gehört. Genau, was ich gemacht habe, ich habe einen neuen Fernseher irgendwie im November 22 schon gekauft. Das war irgendwie ein merkbarer Unterschied. Und die Umwälzpumpe von der Heizung gegen so eine hocheffiziente getauscht. Das hat mir in Summe fast 100 Kilowattstunden im Monat Einsparung gebracht. Das ist schon ordentlich dann. Das ist echt ordentlich. Cool. Dann haben wir Optimierungspotenziale bei dir. Ach, gibt noch andere Folien, sorry. Hier sieht man einmal, das ist das ganze Jahr. Nee, sorry, das ist erstmal der Monat Dezember. Da sieht man einmal
in Rot, was du quasi verbraucht hast in deinem Haus. In so gelb-orange, was du produziert hast. Also da, bei mir waren die ersten 4 Tage ja komplett schneebedeckt. Da sah es bei dir besser aus. Wobei hier der 1. Dezember auch nicht so geil. Geht hoch, runter, so um Weihnachten rum. War es mal besser, dann wieder schlechter. Aber insgesamt durchwachsen hast du halt eben, ja, man sieht es ja anhand der Auswertung, viel mehr Verbrauch als Produktion. Und hier sieht man, der Speicher, der wird hier mal kurz mal voll und kackt dann wieder völlig ab. Wobei, wie ich es jetzt verstanden habe, hast du ungefähr ja, so 20% immer stehen lassen. Für ja, einfach um die Zellen zu schonen. Ach so, okay. Ja, wenn ich ihn eh nicht voll kriege, warum soll ich da den immer leer nuckeln? Bis welche Spannung gehst du da runter auf Zellebene? Oh, keine Ahnung. Ich mache das immer über diesen Prozentregler vom Victron einfach. Okay. Aber du gehst quasi nie so unter gefühlt 3,1 runter wahrscheinlich. Also aber im Sommer gehe ich schon bis auf 3 runter. Aber echt? Im Winter nicht. Dann hast du ja eigentlich kaum mehr was unter 3 übrig. Also da geht es dann relativ fix, dass es dann abkackt. Aber ist ja nur Detailthema. Und was haben wir hier noch? Die Kilowattstunden. Hier in Blau, das ist ganz spannend, was in die Batterie ging. Also hier teilweise schon ganz gut. Man sieht es hier oben, die Batterie wurde ja dann auch geladen. Ist insgesamt auch nicht so groß, dass du den auch voll kriegst sozusagen. Genau. Vermutlich hast du auch ein bisschen Netzeinspeisung jetzt hier in dem Moment gehabt, wo die Batterie voll war. Wobei, ist die wirklich voll geworden? Man weiß es nicht so genau. Nee, das war irgendwie komisch. Ich hatte da noch keine Einzelzellenanzeige dran. Ich befürchte, die sind so ein bisschen imbalanced im Moment, die Zellen. Das muss man mal noch genau verifizieren. Da hat er dann irgendwie das BMS auf 10 Ampere Ladestrom begrenzt. Also ein C+BMS. Ich war nicht zu Hause, ich konnte nachschauen, warum er das getan hat. Aber ja, es waren das irgendwie eine halbe Kilowattstunde oder so. Also nichts Dramatisches. Mhm. Und diese 10 Ampere, das ist ja das aktive Begrenzen des C+BMS. Der hat ja so einen aktiven. Genau. Ne, da kannst du vom Wechselrichter schicken, was du willst. Das kommt halt nicht mehr durch. Genau. Also ja, der war irgendwie angezeigt, glaube ich, bei 90% gestanden oder irgend sowas und hat dann auf 10 Ampere begrenzt. Aber die letzten Tage hat er dann auch wieder deutlich mehr gefühlt reingeladen, schon in den Akku. Keine Ahnung, was da der genaue Grund dafür war. Dann hatten wir hier nochmal die Jahresübersicht, die fand ich eigentlich auch ganz spannend. Da sieht man einmal, was du aus dem Netz bezogen hast, in Rot. Also eigentlich so 2, 2,5 Monate kann man sich eigentlich, sind so die Trauermonate. Und darüber hinaus, also März noch ein ganz kleines bisschen Netzbezug und Oktober auch ein ganz kleines bisschen. Mhm. Aber die restliche Zeit bist du komplett autark sozusagen, musst gar nichts aus dem Netz beziehen. Ja. Kannst dich über den Sommer, je weiter du in den Sommer reingehst, Tage werden länger, kommt halt direkt die Energie aus der PV-Anlage in dein Haus und dann gegen Herbst hin dann wieder ein bisschen mehr aus der Batterie. Sieht man hier eigentlich auch ganz gut. Also hier das Blaue kommt aus der Batterie, was du verbrauchst, ist im Sommer, im Juli oder im Juni am niedrigsten. Und die anderen Monate geht es so ein bisschen hoch, was ja ganz normal ist, weil die Tage einfach kürzer werden. Gesundheit, Andreas. Genau. Insgesamt fand ich es auch ganz spannend. Du hast nicht ganz 1 Megawattstunde eingespeist. Deine Batterie war auch ganz gut im Einsatz im Vergleich zur PV-Anlage. Also du hast fast nicht ganz die Hälfte von dem, was du quasi direkt verbraucht hast im Haus oder beziehungsweise das, was du im Haus verbraucht hast über die Solaranlage direkt, ist nur ein Stück größer als das, was quasi nachts von der Batterie geliefert wurde. Das fand ich eigentlich echt krass, dass du mit so einem kleinen Speicher trotzdem so viel Kilowattstunden quasi durchpumpen kannst. Ja, also ich sage immer, der Speicher müsste an und für sich nicht größer sein. Also es gibt kaum Einsperrpotenzial durch einen größeren Speicher und das deckt sich eigentlich genau mit dem, was du mit diesem Autarkie-Rechner da von der HTW Berlin mit diesen Schiebern, wenn du da hin und her schiebst, herausfinden kannst, irgendwie so je nachdem, meistens über 10 Kilowattstunden Speicher, da tut sich nicht mehr viel am Autarkiegrad. Ja, also du könntest und wahrscheinlich höchstens im Oktober noch ein bisschen was rausholen und im März und alles andere. Minimal, ja. Hast du, also, entweder du hast zu viel Leistung von der PV-Anlage zur Verfügung oder halt zu wenig. Und dazwischen kannst du halt so ein bisschen puffern mit dem Batteriespeicher. Aber ich glaube, Jens, um mit Jens über den Winter kommen könnte oder auch ich, bräuchte man wahrscheinlich einen Speicher, der eine Megawattstunde groß ist. Also da völlig absurd. Ja, vollkommen illusorisch. Also das ist jetzt tatsächlich auch ein Outcome bei mir für 2023. Also das ist einfach total nicht machbar. Kommen gleich noch spannende Folien dazu. Ja. Cool.
Dann was haben wir noch? Genau, hat man gerade schon angesprochen. Also hier sieht man es nochmal viel, viel besser, was du an Consumption, also was du im Haus verbraucht hast in Rot und was du produziert hast. Und spätestens im März produzierst du viel mehr, als du verbrauchst. Den ganzen Sommer über ballerst du ins Netz rein und erst im November dreht sich das Ganze wieder. Ja. Genau, ja. Und man sieht hier auch die Batterie, ist am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres eigentlich so gut wie aufgebraucht und dazwischen langweilt. Also könnte es ja wahrscheinlich auch keiner sein. Sogar Januar, Februar hatte ich noch die beiden oder die vier Pilotech US 2000 dranhängen. Die habe ich dann irgendwann Anfang März gegen den C-Plus-Akku getauscht. Aber spannend ist auch hier im Juni, da scheinen wohl ein paar Tage dabei gewesen zu sein, die nicht so pralle waren, ertragstechnisch, da ist die Batteriekapazität ganz schön eingesunken. Der ganze Sommer war großer Mist. Also da waren ja wirklich, also auch der Juli, das sieht man zwar jetzt vielleicht an der Grafik hier nicht so, aber also da waren ganz schlimme Tage dabei, also halt für Hochsommer. Ja, also ich glaube, PV-ertragstechnisch war es das schlechteste Jahr seit 4, 5, 6 Jahren oder so. Das gehe ich auch davon aus. So im August ist langsam besser geworden, aber da kommt einfach die Sonne dann schon wieder tiefer. Naja, wir sind aber auch verwöhnt die letzten Jahre, das muss man auch dazu sagen. Muss man auch sagen, ja. Hm. 2022 war auch echt ein Knaller, ja, beispielsweise. Thomas, alles gut, was fragentechnisch angeht? Oder ich glaube, du hattest eine Frage eingeblendet, da sind wir nicht drauf eingegangen, nämlich flexible Module, also diese Wabbel-Schwabbel-Module. Genau, ich wollte die Frage eigentlich zurückstellen, dann habe aber kurz daneben geklickt. Ja, egal, können wir nochmal kurz aufgreifen. Gibt es da von eurer Seite irgendwie Erfahrungswerte oder irgendwie? Ich habe mal welche gehabt tatsächlich. Die waren so, nach 3 Jahren finken die an, irgendwie so ein bisschen bröselig zu werden. Mhm. Also die waren eigentlich so aus dem Wohnmobilbereich. Und sind dafür gedacht gewesen, irgendwie verklebt auf so einem Wohnmobil aufgebracht zu werden. Und da war es dann so, dass die die gleichen Probleme hatten wie die etwas älteren Module, wo man das so kennt, dass die Rückseitenfolien so ja auch zerbröseln. Ne? Und das war da genau derselbe Fall, nur dass es nicht die Rückseite war, sondern die sind auch auf der Vorderseite mit so einer durchsichtigen Folie gespannt. Und da war es genauso, waren die kaputt. Und das war nicht so toll. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile technisch weiterentwickelt hat, aber das ist ja irgendeine Art von Kunststoff. Und deswegen, keine Ahnung. Also, wenn die sich weiterentwickelt haben, gut. Ansonsten würde ich sagen, für eine normale PV-Anlage vielleicht nicht so geil. Also, ein Kumpel hat relativ viele auch irgendwie auf seine Müllüberstand und sowas drauf gedübelt, weil er gesagt hat, jo, da habe ich Platz, warum nicht? Der hat es jetzt, glaube ich, auch schon 1,5 Jahre oder 2 Jahre am Start. Funktioniert soweit ganz gut. Ich gucke auch öfters mal drüber auf die Erzeugungsdaten. Mal gucken, wie es in 1, 2 Jahren ausschaut. Da kann ich dann auch auf jeden Fall mal Feedback geben, ob die dann länger halten oder nicht. Aber aktuell sieht es ganz gut aus. Ja. Aber die Panels sind natürlich kleiner insgesamt und liefern auch im Verhältnis zu ihrer Größe nicht ganz so viel wie reguläre Module, aber besser als nichts. Und die sind teilweise auch echt schon günstig geworden. Vor 2, 3 Jahren hast du da Unmengen für Geld ausgegeben. Bifacial, bifaziale Module. Kann man wahrscheinlich auch drüber streiten, ob das was bringt oder nicht. Kommt halt ganz wieder auf den Untergrund drauf an. Gibt es da von eurer Seite Erfahrungen? Also ich denke halt für so Terrassenüberdachung und so, da ist das alles schick. Da gibt es Sinn, dass auch von unten ein bisschen was reflektiert wird. Vielleicht auch bei Freiflächenanlagen könnte ich mir so vorstellen, auch mit dem Schnee drauf. Wenn da ein bisschen Schnee drauf liegt, dass von der Rückseite noch ein bisschen was kommt. Für Dachanlagen, glaube ich, bringt es relativ wenig. Ansonsten, alle anderen haben ja auch keine bifazialen Module, oder? Ich habe relativ viele. Aber das bringt gar nichts. Also von hinten kommt einfach nichts dran. Das ist, also eine hängt am Balkon, da merkst du, von hinten kommt da nicht wirklich viel. Ich glaube, das macht Sinn, wenn man einen Solarbalkon, also einen Zaun hat. Ein Solarzaun ist, glaube ich, ziemlich geil. Also ich glaube, da ist nicht so verkehrt. Also, aber ansonsten, ich glaube, der große Vorteil ist eher, dass die Rückseite aus Glas ist. Also das heißt, die ist da ein bisschen robuster halt. Ne? Also ich glaube, das ist ganz schön, was halt beide Seiten aus Glas und das ist, glaube ich, eher so der Vorteil, dass du diese Folie hinten nicht hast. Das heißt, sie sind eigentlich in der Regel robuster und das würde ich jetzt als den großen Vorteil betrachten. So viel teurer sind die jetzt auch nicht, ne? Wollte ich gerade sagen, ist eigentlich spannend, wenn du Glas haben willst, ist es eigentlich völlig Wumpe, ob du jetzt Bifazial nimmst oder nicht. Gefühlt kosten die Bifazialen pro Stück 1 Euro mehr oder so. Ja.
Und hübscher sind sie auch, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also zumindest gefallen sie mir besser. Mir persönlich. Also das ist natürlich Geschmackssache, aber gerade wenn du sie von hinten anschaust auf deinem Balkon und dann vielleicht so ein durchsichtiges, irgendwie so eine durchsichtige Balkonbrüstung hast, dann sieht das einfach für mich besser aus. Aber das ist natürlich jedem das Seine. So, bevor Thomas wieder auf die Speed-Geschichte ja, hier eingeht, auf unsere Geschwindigkeit, die zu langsam ist, mache ich direkt mal weiter. Wir haben, also du hast bei dir drei Sachen auserkoren. Einmal Fassaden-PV, genau. Da kannst du nochmal bitten. Ja, also durch mein Ost-West-Dach, das relativ steil ist, glaube ich, könnte ich tatsächlich mit einer Fassaden-PV im Winter doch noch einiges rausholen. Ich meine, es sind jetzt so um die 800 Kilowattstunden Zugkraft noch. So Riesensprünge wird man da nimmer machen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, da wird noch ein bisschen was gehen. Und das würde halt auch an der Stelle am meisten bringen, wo man dann auch ein bisschen heizen könnte mit dem Strom, wenn was übrig ist. Also ich möchte die Gastherme da jetzt auch nicht gleich irgendwie rauswerfen, aber ich könnte mir eben vorstellen, mit einer Split-Klimaanlage in Verbindung mit der Fassaden-PV, das wird schon noch irgendwie gewissen Sinn geben. Und da wird auch ein größerer Akku dann in dem Moment vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen Sinn machen. Mhm. Ich habe noch einen da liegen, den muss ich irgendwann mal anschließen. Das sind dann nochmal irgendwie 14,3 Kilowattstunden. Dann wird sich das alles ein bisschen ergänzen. Und was ich halt im Moment auch sehe, dass halt im Sommer die Gastherme da nur für die Warmwassererzeugung läuft. Und da ist dann der Überschuss da. Und da liegt es ja nur nahe, das irgendwie mit einer entweder Brauchwasserwärmepumpe oder Heizstab zu machen. Ich bin da irgendwie noch nicht so ganz zum Schluss gekommen, was für mich das Beste ist, weil ich halt vom Platz her sehr eingeschränkt bin, weil wir keinen Keller haben. Und ich habe noch nicht die Lösung für mich gefunden. Ich überlege da immer noch, wie ich es mache, genau. Kurze Frage in die Runde. Hersteller für Module, gibt es da irgendwelche Präferenzen? Ist wahrscheinlich alles ziemlich, alles das Gleiche. Es sei denn, man will halt möglichst große Wertschöpfung haben in Deutschland oder in Europa. Dann nimmt man wahrscheinlich irgendwie Meyer Burger oder so. Aber im Detail kenne ich mich da auch nicht aus. Nein, also ich glaube, es spielt keine große Rolle, ne? Ich würde eher auf die Technologie achten, ob man dann vielleicht, also Topcon ist im Moment da stark am Kommen, die haben nochmal so ein bisschen mehr, die haben nochmal so ein bisschen mehr Power, also ein bisschen mehr Wirkungsgrad. Ich hatte unten noch so IBC-Module, also Interdigitated Back-Contact, glaube ich, und die sind echt schön, also die sind wirklich schwarz, weil die haben nicht mal mehr, die haben gar keine Leiterbahnen mehr auf der Front, die sind hinten. Ach, cool. Das sind die schönsten Module, die es gibt, und die haben auch einen wahnsinnig guten Wirkungsgrad, richtig cool. Die sind scheiß teuer, aber die sind. Ja, jetzt sagst du es, Andreas, ne? Weil das ist immer der Punkt. Du bezahlst natürlich das Schöne und du bezahlst auch den Wirkungsgrad. Und wenn du das mal wieder wegrechnest, dann wird es schon wieder, nivelliert sich es relativ stark. Ne? Macht wahrscheinlich keinen wirklichen Sinn, aber also ist schon interessant, ne? Ich weiß nicht. Also da muss man halt gucken. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel begrenzte Fläche zur Verfügung hat, zum Beispiel wirklich nur einen Balkon und sagt, ich will das absolute Maximum da rauszuholen, dann kann man sich das durchaus mal ansehen, ob das möglicherweise Sinn macht. Oder wenn man einfach Bock drauf hat. Ich meine, manchmal geht es auch nicht um Preis, sondern weil es geil ist. Genau. Ehrliches Wort zum Schluss. Dann zurück wieder zu Helmut. Punkt Nummer zwei, Warmwassergewinnung. Hattest du ja auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ist klar, kann man auf jeden Fall noch was rausholen. Wenn man es dann auch vernünftig irgendwie steuern kann, über die PV-Anlage oder halt die Leistung dann eben in die Wärmepumpe reindrückt, wenn sie eben zur Verfügung steht und bevor sie eingespeist wird, geht es halt in die Warmwasserbereitung rein. Mhm. Willst du dazu noch irgendwas großartig sagen? Aber ist eigentlich relativ klar, oder? Nee, also ich habe mir das mit diesen Brauchwasserwärmepumpen mal angeschaut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so, dass die sich amortisieren, ist relativ unwahrscheinlich sogar, ne? Mhm. Also da ist wahrscheinlich wirklich diese Heizstab-Variante dann wirklich fast noch die wirtschaftlichere. Wobei, also ich kenne einige Leute, die haben so um Wassertank schon rumstehen, so einen Brauchwassertank. Mhm. Und die haben das nachgerüstet über, weiß gar nicht, gibt es einen so einen Anbieter, der diesen Heizstab anbietet, so einen ganz bekannten, wo man auch regeln kann. Ich fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber das Ding kostet auch irgendwie gefühlt 800 Euro. Und da denke ich mir, oh ja, krass. Nee, das nicht. Also es gibt auch ganz günstige Heizstäbe, da wirst du irgendwie bei 100, 150 Euro dabei bist. Okay. Das Problem ist, mein Speicher hat keinen Anschluss. Hm. Also ich muss den Speicher eh tauschen. Und dann könnte es schon wieder ein bisschen interessanter werden mit der Brauchwasserwärmepumpe. Hm. Aber ich meine, darf er halt maximal 1,30 Meter hoch sein, weil der unter den
Zählerschrank drunter muss. Und da ist die Auswahl dann schon ziemlich gering. Ja, bleibt eigentlich fast nur noch diese Weiland übrig, die man hier im Bild sieht. Das ist nämlich meine. Die ist auch von der Bauhöhe am kleinsten sozusagen. Da passen auch nur knapp 200 Liter rein. Aber ja, ich bin mit der eigentlich soweit zufrieden. Aber die ist doch höher als 1,30 Meter. Na, die ist nicht so viel. Vielleicht 1,35 Meter, aber die ist nicht wirklich. Ja, das ist zu viel bei mir. Ach, verdammt. Kleinere gibt es, glaube ich, kaum. Was es noch gibt, es gibt die als so Einzelgeräte, die dann die du vorschalten kannst vor den Speicher. Jo, würde mich auch mal interessieren, was die so können. Gibt es von Ochsner, aber Ochsner ist halt, hat auch vorhin gerade jemand im Chat geschrieben, die sollte ich mir anschauen. Die Ochsner ist cool, die hat viele Features, aber die ist einfach so unheimlich teuer und das lohnt sich nicht. Ich glaube, wir müssen weitermachen langsam. Ja, können wir. Dann Punkt Nummer 3, Split-Klimagerät hatten wir ja auch schon mal, um einfach im Winter ein bisschen Wärme reinzukriegen. Effizienter in Anführungsstrichen über eine über ein Klimagerät, was halt dann vielleicht auch im Sommer die Bude auch runterkühlen kann, wenn man genug Überschuss hat. Ja, genau. Next. Die Thomasbude, jetzt kommen wir nach München. Ja, guck mal. Da sieht schon mal ein bisschen wild aus, da fehlen noch ein paar Kabelkanäle, aber die Anlage funktioniert schon mal. Ja, ja, also vor allem auch, man muss sehen, das ist leider so ein komisches Eck, da ist es mit Kabelkanälen gar nicht so einfach und da müsstest du so viel um die Ecken legen, ja, das ist, aber egal. Es ist ja auch nicht unbedingt jetzt ein Sicherheitsvorteil, wenn es im Kabelkanal liegt, nicht zwangsläufig, ne? Also insofern habe ich da nicht an Sicherheit eingebüßt, sondern vielleicht nur an optischem Geschmack, ja. Also ja. Spannend ist ja, du hast hier zwei Wechselrichter AC gekoppelt, einmal Fronius und einmal SMA. Das heißt, du hast klein angefangen mit der Anlage und hast dann nochmal erweitert. Genau, ich habe im Süddach, auf dem Süddach 9,75 kW und dann habe ich auf dem Norddach nochmal 19 dazugebaut. Das ist ein Norddach, sieht man auch auf dem Bild jetzt. Auf dem Süddach ist es im Prinzip sehr ähnlich, aber da liegen nur 10 kW drauf, 10 kW Peak. Das wurde halt zu einer Zeit gemacht, wo es diese 10 kW-Grenze noch gab. Und dann haben die dummerweise so mittig auf das Dach, damit es optisch wunderbar ausschaut, dass ich kaum nachrüsten kann. Ja, auf dem Süddach. Das ist spannend, du hast auf der Nordseite mehr als auf der Südseite. Ja, ja. Ja, weil auf dem Süddach ich eben nicht gescheit nachbauen kann, weil die das so mittig draufgesetzt haben, dass ich alles versetzen müsste, was jetzt drauf ist, um an den Rändern noch was dran zu kriegen. Und das macht keinen Sinn. Ja, aber das ist echt spannend, weil du hast mehr Ertrag als ich und hast gleiche Anlagengröße, aber hast mehr runtergekriegt im Dezember. Ich glaube, du bist echt der Spitzenreiter mit 16,3 Kilowattstunden pro Kilowatt. Ja, ist ja noch südlicher als du. Ja, naja, vielleicht. Ja, so. München halt. Ja. Wir sind schon relativ. Also, aber dafür haben wir halt auch mehr Schnee. Ne? Aber jetzt im Dezember war es von Vorteil. Spannend fände ich jetzt auch, du hast hier nur zwei Multiplus an der Wand hängen. Das heißt, Split-Phase, das ist zweiphasig. Das reicht mir. Ja. Ich brauche die Leistung nicht. Und dann deswegen fahre ich zweiphasig. Ja. Und ich habe auch einen Mischbetrieb in den Batterien, wie ihr sehen könnt. Ich habe einen DIY, den ich selber gebaut habe, und ein Gobelpack. Ja, das eine geht das eine geht über Serial Battery und das andere über CAN Bus. Spannend. Ja. Und die Zweiphasenanlage, das war echt ein Thema. Das hat mir graue Haare gemacht, das Ding. Ja, ja, ja. Ich kann mich erinnern, dass du irgendwann gesagt hast, Jens, dass die Zweiphasenanlage nicht anmeldefähig ist oder so, ist aber schon 100 Jahre her. Ja, das war am Anfang nicht ganz sicher. Ich habe dann mit Panda Solar gesprochen und die haben dann gesagt, nee, definitiv kein Problem, geht, kann man machen. Das Problem bei mir war, dass vor dem Hauszähler, vor dem Hauszähler waren die Phasen vertauscht. Ja. Das kriegst du natürlich so nicht mit. Du merkst es nur, wenn du dann, wenn die sich nicht synchronisieren und du weißt nicht warum. Ja. Krass. Cool, dann du hast auch insgesamt mehr produziert, als du aus dem Netz bezogen hast, sozusagen. Autarkiequote von über 50%. Ja. Das ist jetzt hier in der Runde bis auf den Jens schon echt großes Kino auch. Ja, also ich glaube, deswegen habe ich auch relativ wenig Optimierungspotenzial. Haben wir gar nichts eigentlich. Stimmt, Optimierung muss ja auch immer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen werden. Und das kommt mir. Ja. Technische Spielfreude? Nee, lasse ich jetzt bei Optimierung nicht gelten. Nicht unter Optimierung.
Nee, also nach meinen Wertvorstellungen nicht, sagen wir mal so. Ne? Und wir haben 2 E-Autos, die wir damit betreiben auch. Ja? Insofern schaue ich, dass ich halt jeden den Strom, der reinkommt, so schnell wie möglich ins Auto bekomme, weil das die größten Verbraucher sind. Das macht am meisten Sinn. Dann habe ich am wenigsten Verluste und bin eh eigentlich mit den Speichern auch wahrscheinlich schon zu groß. Ja, bin auch schon über einen Optimierungspunkt hinausgeschossen. Ja. Hast du eine Ladesäule, das immer umsteckst, oder hängt immer ein Auto an einer? Nee, es hängt einer an der Wallbox und den zweiten hänge ich im Zweifel einfach über Nacht mal an die Steckdose. Ja. Ah, okay. Das ist ja kein Problem. Ja. Ja, wenn das Auto nicht großartig bewegt wird, in Anführungsstrichen, dass du pro Tag paar 100 Kilometer fährst, geht es ja easy. Ja. Wer fährt denn am Tag im Schnitt über 100 Kilometer? Ja, das ist eh nicht so viel. Und ich kann es nur echt immer wiederholen, ich bin total glücklich mit der Nordanlage. Ja. Total. Ihr seht es auf dem Foto, das ist relativ flach, 20 Grad. Das ist wunderbar. Ja. Also da kommt richtig was ran. Kannst du da auswertungstechnisch die Nord- und Südanlage, also die Dachflächen, die Strings, ja, unterschiedlich voneinander auswerten? Ja, natürlich kann ich, weil ich laufe auch über 2 Wechselrichter, wie du siehst. Ja, ja dann würd ich mir für nächstes Mal so eine Auswertung wünschen. Ja, nur ich habe es ganz bewusst jetzt erstmal noch weggelassen, ja, weil ich ja die erst im Oktober installiert habe. Das heißt, fürs Jahr macht das keinen Sinn. Ja. Aber zumindest mal können wir künftig die einzelnen Monate einfach mal gucken. Auf Monaten kann ich das mal zeigen, ja, was Nord und Süd unterschiedlich macht. Das wäre schon spannend. Ja. Ja, gerade über den Jahresverlauf gesehen, wie es sich einfach verhält. Ja, cool. Genau. Jo, dann haben wir jetzt 9:30 und haben noch eine Anlage übrig. Ah, schon fast dran an der Zeit. Nicht ganz, aber wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Andreas, du musst dich verabschieden oder bleibst du noch ein paar Minuten da? Naja, die eine schaffen wir jetzt auch noch. Ja, dann let's go. Lass mich noch schnell eine Frage beantworten. Ja. Der SMA-Wechselrichter, wie der geregelt wird. Ah. Ich mache es über EVCC. Ja, ich habe es auch schon über Node-RED gemacht, indem ich die Schnittstelle selber nachgebaut habe. Da gibt es auch das hat schon mal jemand gemacht, und das kann man sich dann für sich selbst auch mit Node-RED einrichten. Aber ganz ehrlich, die Web-API ist eine totale Katastrophe und kann ich nicht empfehlen, aber über EVCC funktioniert das ganz schön. Cool. Klingt spannend, Thomas, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Jederzeit gerne. Cool, dann kommen wir direkt zur letzten Anlage, zu Jens, also nicht zur letzten Anlage, zur größten Anlage. Ja, die aber am wenigsten erzeugt hat, so gefühlt, ne? Gefühlt, stimmt, hast recht. Du hast 46,5 Kilowatt Peak und hast echt, ich weiß gar nicht, Helmut, was hattest du produziert? Auch gar nicht so viel weniger, oder? 250 ungefähr. Ja, und Jens, ja, ist also irgendwie doppelt so groß fast. Gefühlt, also ich hatte euch ja, glaube ich, mal ein Foto geschickt irgendwie, wo diese Wolkenwand zu sehen war, ne? Und dann Bekannter aus Paderborn schrieb mir und sagte, ey, bei uns ist prima Wetter. Und dann sagt er, guck mal, da wohnt ihr. Und da war dann so zack, so eine Wolkenwand. Und dann habe ich gedacht, na super, hervorragend. Und das war quasi der komplette Dezember. Und da konnten wir überhaupt, also wir haben quasi, ja, mit 56%, das ist so mein All-Time-Low über die letzten Jahre. Da habe ich überhaupt keine große Chance gehabt, drüber zu kommen. Und zusätzlich hat sich natürlich im Laufe des Jahres bei uns der Verbrauch deutlich erhöht mit 2 Elektroautos und Split-Klima und ach, was weiß ich nicht alle. Also alles so ein bisschen so peu à peu. Und dann natürlich die größeren Wechselrichter, die tun auch ihr Übriges. Ja, die verbrauchen halt so ungefähr, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so 100, 120 Watt irgendwo dazwischen. Und schwuppdiwupp bist du dabei 2 bis 3 Kilowattstunden am Tag, die einfach so verpuffen. Ne? Die machen vielleicht einen Keller warm, aber sonst hilft uns das nicht besonders weiter, das ganze Ding. Ja, und und da kommst du dann auch nicht weiter großartig, um hier ein paar Panels noch aufzubauen, die reißen es dann auch nicht mehr raus, leider. Nee, und wie ihr da seht, auch tatsächlich ist es so, dass die blöderweise dann teilweise auch noch durch das Nachbarhaus verschattet sind. Das heißt, ich habe da nochmal 6 Panels einfach so als Verzweiflungstat auf die Terrasse gestellt, aber ja, die haben halt ein paar Kilowattstunden erzeugt natürlich, aber das ist einfach nur ja, weil es geht, ne, und weil sie da sind, und die waren eigentlich als Erweiterung gedacht für einen Solarzaun, den ich jetzt noch nicht fertig gemacht habe, und bevor sie in der Garage stehen und gar nichts tun, erzeugen sie jetzt halt auf der Terrasse Strom. Ja, ansonsten ist mit die Anlage selber funktioniert echt wie geschnitten Brot, muss man einfach sagen. Da braucht man sich überhaupt nicht groß drum kümmern oder sonst irgendwas. Natürlich eine ganze Menge unseres Verbrauchs ist auch jetzt den Autos geschuldet, keine Frage. Aber wir haben uns halt, wir schränken uns im Winter schon sehr ein, was den Stromverbrauch angeht. Wollte ich gerade sagen, das ist echt enorm, wie wenig Stromverbrauch du hast im Dezember.
Ja, das ist tatsächlich auch meiner Frau zu verdanken, muss man echt so sagen, weil die halt sagt, naja, komm, dann mache ich halt mache ich halt den Wäschetrockner mal nicht an, sondern gib's auf den Wäsche, also ganz normal auf so eine Wäschespinne oder so, ne? Und da sage ich immer, oh, das ist cool, weil du machst jetzt im Endeffekt viel mehr Arbeit, um da ein paar Kilowattstunden einzusparen. Und finde ich natürlich großartig. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, darf ich jetzt nicht so laut sagen, sonst hört sie das noch. aber ansonsten, ich finde das halt großes Kino, was sie da macht. Und ansonsten, also es ist halt so, sobald die Sonne irgendwie bei uns rauskommt, da ballert natürlich sofort irgendwie richtig was in den Akku rein und so, weil aufgrund der Größe der Anlage. Wir haben aber einfach mal über 6 Wochen überhaupt nicht einen Tag Sonne gehabt. Mhm. Also gar nichts, null. Und der schlechteste Tag waren, glaube ich, 1,2 Kilowattstunden Ertrag bei einer 46 Kilowatt Peak Solaranlage. Da machst du halt nichts mehr, ne? Da kann der Akku noch so groß sein. Hilft nicht. Aber ich hatte auch, wie gesagt, 4 Tage dabei, da war Ertrag gleich null. Also das war bei dir gar nicht der Fall, weil du hast ja noch Fassade, da kommt immer was. Ja, da kommt immer was, tatsächlich. Also wir haben auch Schnee gehabt. Das, ein paar Tage war hier Schnee. Da war natürlich Erzeugung auch ziemlich mies. Ansonsten ging das eigentlich. Als ihr bei euch da im Süden, sag ich mal, fast am Schnee ertrunken seid, da war bei uns primstes Wetter, ne? Also jetzt im Januar insbesondere. Also ich habe am 15. Januar oder so habe ich gesagt, ich habe jetzt schon mehr Ertrag im Januar, als ich im ganzen Dezember hatte. Und das ist natürlich schon, ja, für so eine Inselanlage bitter. Und falls die Zuschauer das jetzt nicht wissen, ich lade über einen weiteren Victron nach. Das heißt, ich habe da ein Victron als Ladegerät. Das ist so eine Grauzone. Die Inselanlage ist tatsächlich eine echte Insel. Jetzt kann man natürlich wieder streiten, ist es eine echte Insel, wenn noch ein Stromanschluss da ist. Aber die Insel ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie mit dem Stromnetz verbunden. Und das ist natürlich irgendwie auch noch nicht das Optimum. Das ist auch ein Optimierungspotenzial, da irgendwie mal besser zu werden in dem Bereich. Einfach die, ja, mal zu schauen, dass ich das irgendwann mal auch tatsächlich zu einer, ich sag mal, normalen PV-Anlage mache. Aber da, also netzgebundenen PV-Anlage, aber aktuell ist das eher durch die ganzen Änderungen, die da noch passieren, nicht meine Priorität. Das wird irgendwann mal passieren. Mal sehen. Ich hätte noch mal kurz eine Detailfrage zu deiner Fassaden-PV-Geschichte. Wie ist es, wenn Schnee liegt? Schnee reflektiert ja irgendwie Globalstrahlung und Sonne wahrscheinlich relativ gut. Merkst du das oder hast du schon mal geguckt, ob die Panels dann besser performen? Ja, also wenn Schnee liegt tatsächlich und es, also Diffuslicht mit Schnee und ohne Schnee ist ein ganz schöner Unterschied. Ach, krass. Ja. Track das mal mit, das würde mich also rein, ja, das kann ich tatsächlich mal so einfach mal als Beispiel mittrecken, ja. Aber ich denke auch, dass es einiges bringen würde. Jörg, das ist ganz einfach. Es gäbe kein, den Effekt der Schneeblindheit gäbe es nicht, wenn das nicht viel ausmachen würde. Na, du wirst schneeblind, weil die Reflexion des Lichts direkt ins Auge kommt. Das ist der Grund. Und das macht wahnsinnig viel aus. Ja. Guter Hint, ja. Ja, also tatsächlich, vielleicht mache ich da tatsächlich mal einfach mal irgendwann ein Video drüber. Weil natürlich die ganzen Ausrichtungen, die ich da habe, da kann man schon echt gute Vergleiche ziehen. Und das war ja auch eben meine Aussage mit der Nordanlage. Auch wenn ich knapp 40 Grad Dachschräge habe, das funktioniert. Also für mich funktioniert das. Natürlich ist das jetzt, wenn ich rein auf Wirtschaftlichkeit gehe und auf Export oder was weiß ich, dann macht es wieder keinen Sinn, aber für mich ist das okay. Ja, aber auch gerade solche Auswertungen von verschiedenen Ausrichtungen und verschiedenen Bedingungen sind, glaube ich, echt mega gut für Einsteiger, um das so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Weil also vor ein paar Jahren hätte ich mir gedacht, so eine Nordanlage, die bringt es halt gar nicht. Und jetzt habe ich auch mein Hausdach voll. Gut, ist nur 7 Grad nach Norden geneigt, aber die performen trotzdem gut. Genau. Und viele denken einfach, das geht nicht. Und wenn man dann die Zahlen sieht, dann versteht man, okay, krass, das kann auch funktionieren. Und wenn man es halt ein bisschen steuerregelungstechnisch irgendwie optimiert, kann das Gutes bei rumkommen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist natürlich interessanter geworden, wie die Module jetzt so günstig geworden sind. Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Guter Punkt. Jetzt komme ich schon wieder mit dem Geld, ja, aber das, klar, die Nordanlagen werden immer interessanter, je billiger die Sache wird. Ja, ja, und momentan sind wir ja bei den Panelpreisen echt jenseits von Gut und Böse. Ne? Wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte, hätte ich gesagt, nee, kannst du mal knicken, kriegen wir nie. Aber ja, gut. Ich habe von meinen Eltern, ich habe es schon mal gesagt, irgendwie so 420 Watt-Panels Stück für 65 Euro gekauft mit Versand. Also es waren 6 Stück, habe ich weniger als 500 Euro gezahlt. Oder waren es 400? Ich weiß es gar nicht. Es war absurd günstig. Wahnsinn. Ja. Dann hast du über 2 kW Leistung. Brutal. Ja.
Jo, dann Optimierungspotenzial bei dir, wir hatten es auch schon. Ja, also tatsächlich, ich komme noch über den Helmut von der Alta der Gastherme. Die ist bei uns nämlich Baujahr 1989. Die läuft auch immer noch und da ist natürlich irgendwie jetzt tatsächlich mal was Neues angesagt. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich überlege tatsächlich mit der Brauchwasserwärmepumpe noch, wie ich das machen kann. Ich habe auch ein ähnliches Problem, dass das nicht alles so unfassbar hoch ist bei uns im Keller, platzmäßig. Und ja, mal sehen. Ich bin mir da auch noch nicht sicher. Wir verbrauchen halt auch gar nicht so viel Wasser. Ob es nicht tatsächlich vielleicht sogar sinnvoller ist, und jetzt kommt wahrscheinlich der große Aufschrei, da einen riesen Durchlauferhitzer anzumachen, der meinetwegen 15 bis 18 kW zieht, kurzzeitig zum Duschen, und dann ist er wieder aus und ich muss kein warmes Wasser vorhalten für die ganze Zeit. Das ist auch eigentlich der Punkt, wo ich schon länger irgendwie mir sage, dieser Warmwasserspeicher, den braucht eigentlich kein Mensch. Der ist nur, keine Ahnung, ist nur da, kostet Geld. Auch keine Ahnung, das warme Wasser, was du da vorhältst, das wird auch über die Zeit kälter, wenn du es nicht benutzt. Dann hast du noch so eine Zirkulationsladung, wo nochmal ewig viel Energie vernichtet wird. Ja, also. Also ich kann es nicht beweisen, aber es wäre ja mal ganz interessant, das dann tatsächlich hinterher einfach mal ja, einen Erfahrungsbericht dazu zu haben. Aber vielleicht hat es ja auch irgendjemand und kann was dazu sagen. Weiß ich nicht. Also Zuschauer haben wir genug, vielleicht macht das ja jemand. Ja, aber ich glaube auch so durch diese Zirkulationsgeschichte, Andreas hat es ja auch schon in Videos gezeigt und auch schon hier bei uns im PV-Quartett gesagt, da hast du einen riesen Energieverbrauch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilowattstunden pro Tag man da wegjubelt, aber es ist schon... So gestört, also das also war wirklich Faktor 2, teilweise mehr. Und also das, ich habe da echt, als ich das gesehen habe, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, aber das ist so krass, also wirklich... Und also ich weiß nicht, viele sagen immer, die Energie bleibt dann ja irgendwie im Haus. Also ich muss zugeben, ich merke es jetzt nicht. Also ich habe es auch nicht gemerkt. Und das Problem ist halt, dass bei uns halt die Rohre, die gehen halt durch total schwachsinnige Räume. Also die gehen halt auch so ein bisschen unten durch den Keller relativ lange. Und den brauche ich jetzt wirklich nicht zu beheizen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und auch oben ist das jetzt nicht unbedingt das, was wir irgendwie beheizen wollen. Mhm. Also ich kann es mit der IR-Kamera sehen. Da ist die Wand tatsächlich ein bisschen wärmer. Also so krass ist das. Also die sind aber auch sehr schlecht gedämmt, leider bei uns, die älteren Leitungen noch. Ich weiß nicht, ob die auseinandergefrickelt ist oder ob da je eine war, aber das ist halt auch eine Katastrophe. Also das ist schon heftig, ja. Aber Durchlauferhitzer könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Ist jetzt ja vom Komfort nicht so cool. Und was bei der BWWP ganz geil ist, du kannst sie auch als Speicher nehmen, ne? Also du kannst sie ja auch als Warmwasserspeicher nehmen, hast natürlich dann höhere Verluste. Also ich fände die Verluste schon spannend, das könnte man mal messen. Also ich meine, ich kenne ja die Oberfläche, ich kann ja die Oberflächentemperatur mit der IR-Kamera mal messen und da könnte man ja ungefähr sehen, wenn der jetzt so und so viel Grad warm ist, wie viel strahlt er da ab. Also da müsste man so Pi mal Daumen schon ausrechnen können, wie hoch auch der Verlust ist. Ne? Mhm. Ja. Das fände ich spannend, ja. Könnte man mal sich angucken, ja. Ja, aber also ich bin auch echt überrascht. Ich habe die Zahlen jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber wollte ich auch schon mal drüber blocken oder Inhalte bringen. Ich glaube, ich habe jetzt in dem Dreivierteljahr, wo ich die Brauchwasserwärmepumpe im Betrieb hatte, schlag mich nicht ganz eine Megawattstunde an Energie verdübelt, nur für Warmwasser, für Brauchwasser. Das fand ich schon extrem krass viel. Ja, genau. Und da bin ich mir halt tatsächlich nicht ganz sicher, weil aufgrund unseres Verbrauchsprofils die Wärmeverluste oder die Speicherverluste, die ich da habe, ob sich das nicht mehr aufaddiert als unser reeller Verbrauch durch die Durchlauferhitzer. Hm. Ja, das ist schon spannend, ja, eine interessante Frage. Und gerade auch das Thema mit der Brauchwasserwärmepumpe, wenn man hier Zirkulationsleitung am Start hat und so, dann wird das Haus aufgewärmt. Weiß ich jetzt auch echt nicht. Also da bist du ja auch kritisch, Andreas. Also ich kann jetzt nur sagen, wir waren jetzt ein paar Wochen jetzt nicht da und im Urlaub und ich habe einfach mal bewusst die Heizung komplett ausgelassen, bis die Räume auf 15 Grad oder noch weiter, teilweise 14 Grad abgekühlt sind. Und bevor wir nach Hause gekommen sind, musste ich natürlich die Temperatur wieder erhöhen. Und in dem Fall läuft alles über die Gastherme. Da habe ich vorher einfach ein Bild davon gemacht, von dem Verbrauch. Und als wir wieder nach Hause gekommen sind, und die habe ich, was weiß ich, 1,5 Tage, bevor wir heimgekommen sind, wieder eingemacht. Und vorher war sie komplett aus. Und schlag mich, es waren 200-300 Kilowattstunden, die ich einfach reindübeln musste, um das Haus wieder ein paar Grad wärmer zu kriegen. Und die Verlustleistung, in Anführungszeichen, durch so eine Zirkulationsleitung sind vielleicht ein paar Kilowattstunden und das ist halt einfach nicht, kannst du einfach nichts aufwärmen. Jo, das war deine Anlage soweit. Dann sind wir eigentlich von den Inhalten von den PV-Anlagen soweit durch und dann hätten wir noch ein, zwei kleinere Themen, die aber, glaube ich, ganz wichtig sind, die ich an der Stelle noch bringen wollen würde.
Ja, genau. Also das war ein Video, was ich gestern veröffentlicht hatte, aufgrund von, ja, ich sag mal so Merkwürdigkeiten, die ich bei Kunden von uns festgestellt habe. Also wir bauen ja solche Anlagen auf Victron-Basis und ich hatte auch diesen Gobel Power Speicher selber mal getestet und vorgestellt und ich fand das Ding eigentlich ganz geil und der Thomas hat ja auch so ein Ding im Keller und dann kam er, bitte? Den 150er. Ja, ich auch. Ich habe auch nur den 150er und die Kunden haben alle die 200er verbaut und da war es dann so, dass dann plötzlich irgendwie ein Kunde kam und sagt, du, das Gerät wird bei mir unten so sauheiß und irgendwie verhalten die sich so komisch, die Dinger. Und dann haben wir die, hat er das aufgeschraubt, das Gerät, und da war es dann so, dass der Pluspol an der Sicherung komplett locker war. Also überhaupt, ne, den hast du quasi fast in der Hand gehabt. Und der Minuspol war genauso locker innerhalb des Packs, also fast genauso locker. Da hat's dann, ist es nicht ganz so heiß geworden. Habe ich halt ein Video drüber gemacht. Ja, wahrscheinlich über Zeit, weil wenn man sich die Sicherung angeguckt hat, die war auf der einen Seite, obwohl es so Epoxy oder was auch immer das ist, die war schon ganz braun geglüht, sag ich mal. Ne? Also wirklich, das Metall war ausgeglüht und das Krass. Plastik, wo das drin, oder dieses Epoxy war auch schon richtig braun geworden. Und dann haben wir das noch weiter angeguckt und dann ist das aufgefallen, dass es bei 3 von 4 Packs genau das passiert ist. Also 3 von 4 angelieferten Packs hatten diese Probleme. Und das ist natürlich schon mal eine Quote, wo ich sagen muss, puh, gerade wenn man in diesem Do-it-yourself-Bereich unterwegs ist und vielleicht keine Lust hat, sich so einen Akku zu bauen und kauft so ein Ding, dann ist das halt schon mal ein Thema, wo man sagen muss, ey, das ist gefährlich. Ne? Und viele Leute rechnen auch da nicht mit, die schrauben die Dinger nicht auf und gucken da rein und merken es vielleicht auch nicht. Und irgendwann fackelt denen die Hütte ab, nur wegen so einem Blödsinn, ne? Weil da irgendwie kein Qualitätsmanagement betrieben wird. Und das wird ja schweineheiß, wenn du da 100 Ampere drüber dudelst oder so. Also die Sicherung habe ich gemessen im Normalbetrieb mit festgeschraubten Polen mit über 150 Grad. Mhm. Ne? Und ich möchte gar nicht wissen, wie heiß die geworden ist mit schlechtem Kontakt. Brutal. Und da war es dann halt so, puh. Ja, auf jeden Fall, was man sagen muss, Gobel hat relativ schnell reagiert heute. Die haben das halt irgendwie mitgekriegt und haben dann mich angeschrieben, haben gesagt, hört mal, ja, wir wissen tatsächlich, dass wir da Qualitätsprobleme hatten, aber das ist nicht irgendwie groß kundgetan worden. Die haben mir nämlich dann, oder jemand aus, ein Händler aus Deutschland hat mir dann eine Mail geschrieben, was ich auch total toll fand, und hat gesagt, ja, es gibt da Dinge vor Produktionsdatum 8/2023, da sollte man diese ganzen Verschraubungen mal kontrollieren. Krass. Aber das hat auch wieder niemand irgendwie kundgetan, weil jeder, der so ein Ding gekauft hatte und das nicht weiß, oder wenn er es weiß, dann kann er was tun. Ne? Aber wenn er es nicht weiß, dann hast du halt immer noch eine potenzielle Gefahr. Und das ist halt so eine Nummer, ja, also ich finde es halt schade, dass das jetzt erst rauskommt, wenn man so ein Video veröffentlicht und dann irgendwie, die versuchen irgendwie noch ein paar Scherben einzusammeln. Das hat denen natürlich jetzt fairerweise wahrscheinlich auch nicht gut getan. Ich bin jetzt, ich bin nicht mit denen verbandelt oder so, sondern ich habe dieses Ding selber unten im Keller und hab da bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht und jetzt war es auf einmal so, dass ich da eigentlich mehrere Anlagen hatte, die ja, die echt nicht so, die kann ich nicht empfehlen, Punkt. So. Hast du da, Andreas, irgendwie auch Erfahrungen, ich meine, du bist ja in deinem eigenen Forum auch aktiv, kommen solche Themen wahrscheinlich auch, Sicherheitsthemen reihenweise hoch, oder? Ja, ich, wie gesagt, ich hatte es ja schon öfter erwähnt, dass ich halt, also da zunehmend mehr und mehr Probleme, also eigentlich gibt es, glaube ich, mittlerweile keinen chinesischen Anbieter mehr, wo es nicht irgendwelche Probleme auch gab, und ich persönlich fand auch wirklich schwerwiegende, wo ich jetzt sagen würde, das ist gefährlich. Ja, also ich habe keinen einzigen Link mehr von Basen, nix, also schon ganz lange alle rausgeschmissen, weil mir das echt zu heikel geworden ist. Das war mir damals nicht so bewusst, aber mit der Zeit halt irgendwie die ganzen Erfahrungen, das ist mir zu krass, also. Und was ich noch schlimmer finde, das sind gerade diese Einschubdinger, also diese Packs, wo du so gar keine Ahnung hast, was da drin steckt. Ne? Also wir hatten ja teilweise, da waren irgendwelche Zellen, die waren teilweise einfach Schrott, ne? Und also hatten irgendwie extrem hohen Widerstand oder was weiß Krass. Ich nicht alles, also wo klar war, die sind total am Arsch, die kannst du auf keinen Fall verwenden. Die hätten noch funktioniert, aber ich befürchte, die Chance, dass dann halt ernsthaft was passiert, ist gar nicht mal so klein. Und wenn du dann nicht da reinguckst und das nicht misst oder so, dann merkst du es vielleicht nicht, ne? Und ich hatte jetzt mit dem Tom Bötticher ein bisschen gesprochen. Der ist ja Akkuforscher und dann hatten wir uns auch nochmal über Wasserstoff unterhalten, hat noch ein paar Paper gefunden.
Und ja, da entsteht echt viel Wasserstoff leider, je nach Ladezustand und so. Also kann das halt wirklich passieren. Und ich kenne mich jetzt nicht aus, inwiefern halt Wasserstoffausgasung jetzt wirklich auch zu einer Explosion führen kann, unter welchen Umständen und so. Das ist sicherlich nicht ganz unkompliziert, aber ein so ein Keller ist einmal hochgegangen, ne? Ich vermute mal, das ist genau das gewesen halt. Also anders könnten wir es uns halt auch nicht erklären, sodass ich mir denken würde, die Chance ist nicht null. Also ich weiß nicht. Also macht mir eher ein bisschen Sorgen. Jo, wollte man eigentlich auch schon vor längerem thematisieren oder diskutieren, ob man da irgendwie sich verschützen kann, auch, also beispielsweise auch einfach in Anführungszeichen eine Abluftanlage einzubauen mit so einem Sensor, der halt einfach die Wasserstoffkonzentration misst und wenn der feststellt, jo, da ist anders faul, dass halt die ganze Bude irgendwie entlüftet wird oder so, dass das Ganze nach außen getragen wird und nicht irgendwie detonieren kann im Haus, müsste man auf jeden Fall irgendwie mal auf die Agenda nehmen. Das wäre tatsächlich mal so ein Thema, wo man wirklich mal eine richtige Session machen kann, Brainstorming, was auch immer, und dann einfach mal gucken, dass man das auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Gefühl dafür schärft bei den Leuten, weil viele denken sich halt, naja, ich stelle mir so einen Akku in den Keller und dann ist alles super, aber dem ist meistens halt leider nicht so, ne? Also gerade in diesem Bereich. Ja, also deswegen habe ich die Frage zurückgestellt und habe sie mir aufgehoben, die kam genau, ne? Ja, also vor 2 Folgen, glaube ich, vor 3, nee, es müsste Ausgabe 10 gewesen sein, 2023, da hat man das auch schon mal andiskutiert, so gefühlt eine halbe Stunde, auch eben genau diesen Fall, wo dieser Keller da in die Luft geflogen ist, beziehungsweise das Haus danach erstmal unbewohnbar war, dass dann eben, ja, woran es lag, irgendwie Wasserstoff ist ausgetreten, hat sich irgendwie angesammelt und dann reicht der irgendein Zündfunke und dann macht es halt Puff. Ja, sollte man auf jeden Fall nochmal irgendwie mehr thematisieren. Ja. Naja. Ja, und parallel war es bei den Gobelpacks halt auch noch so, dass die auch noch einen Softwarefehler haben, einen offensichtlichen. Bei größeren Anlagen, die fangen nämlich an, also ich weiß nicht genau, ob ich euch dieses Bild auch geschickt hatte, aber da war es dann halt so, dass die anfangen, ihre Min- und Max-Cells, wo Victron ja gerade massiv drauf guckt, wenn die irgendwie also auseinanderlaufen, quasi spiegelbildlich darzustellen, also die eine Zelle oder die Max-Zelle steigt auf irgendwie 4 Volt und die Min-Zelle auf 2 Volt, fällt auf 2 Volt ab, das läuft so eine halbe Stunde und danach fängt sich das Ding wieder und funktioniert ganz normal weiter. In der Zeit ist natürlich so ein, so eine Anlage dann erstmal, also eine Inselanlage wird stumpf abschalten, weil es einfach Gefahr ist und eine andere Anlage schaltet auf Bypass. Passiert aber auch nur bei größeren Installationen. Also wenn du ein oder zwei Packs hast oder so, geht's. Ja, wobei, Jens, man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht die Zelle, die abfällt, ne? Nein. Die Messung fällt ab. Ja, das ist ein Softwarefehler innerhalb des BMS, genau. Ja, spannend fand ich auch in dem Kontext Andy von Offgrid Garage. Der hat neulich auch ein Video veröffentlicht. Ich weiß nicht, welches BMS es war. Wenn man JK. Da den Pace? Nee, JK. JK, wenn man da für eine gewisse Zeit den Strom wegnimmt vom BMS sozusagen, dass es sich neu startet irgendwann, dann verliert es die Einstellungen und weiß dann nicht, dass es die Zellen nur bis 3,65 Volt laden darf, sondern lädt dann halt auf über 4 Volt. Ja, weil er auf Lithium geht. Ne? Ja. Also das heißt, wenn der verliert dann die LFC-Einstellung und geht auf die Standardwerte vom Lithium. Also vom Lithium. Das ist natürlich echt brutal, ey. Fail by Design sozusagen. Ja. Krass. Ja, das haben die aber, soweit ich weiß, behoben jetzt. Mit dem Fehler. Ach, okay. Ne? Ja, ist behoben. Ja. Ja, aber das ist halt auch so ein Ding, wenn du halt da nicht drauf achtest, dann stehst du halt irgendwann mal da und dir fliegt der Akku um die Ohren und du weißt gar nicht, wieso. Ja, das ist, also darf eigentlich nicht passieren. Und eben war jemand hier, der BF war das, glaube ich, der hat die ganze Zeit gefragt, sagt mal, wie ist denn das mit der Funktionssicherheit von so BMSen? Wie können wir das sicherstellen? Das ist auch mit Sicherheit so ein Thema, ja, wo man auch mal drüber diskutieren kann, weil mehr oder weniger die Software der BMS siehst du ja nicht, ne? Und du weißt nie, was da los ist. Da kann ja immer mal was. Du bleibst das Ding einfach stehen und machst gar nichts mehr oder so. Also, das ist halt auch so ein Thema, wo ich auch keine wirkliche Lösung habe, außer Redundanz, ne? Also ein zweites System, was dann aufpasst auf das erste oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ich finde es immer gut, einfach drauf zu gucken regelmäßig. Also ich bin immer heilfroh. Ich gucke eigentlich fast jeden Tag, sehe ich halt die Zelldifferenzen, die Temperaturen. Ich gucke da zumindest mal kurz drauf. Habe da so einen 30-Tage-Verlauf. Also schon irgendwie so Sachen, wo ich jetzt einfach mal checke, ist da irgendwie was komisch oder so. Das beruhigt mich echt am meisten, ehrlich gesagt.
weil ich dann weiß, okay, also wenn es halt zu gruselig wird, dann gucke ich da drauf und messe nochmal. Und ich wollte auch bald sogar nochmal auch nochmal einfach die Zellen entkoppeln und auch mal durchmessen halt. Also zumindest mal Widerstand messen oder so. Wie sehen die aus? Wie ist es gerade? Und so merkt man da was. Aber ich finde, man sieht es ja auch schon immer ganz gut am Verlauf, am Zellspannungsverlauf, ne, wie die sich halt, wie stark die auseinanderdriften und sowas. Und da merkt man ja schon, dass es dann halbwegs okay alles ist. Also. Ja, für uns ist das, glaube ich, kein Thema. Es ist ja eher, also wo ich mir Sorgen mache, sind halt Leute, die sich so ein Ding hinstellen und dann nie wieder drauf gucken, ne? Beziehungsweise wo die einfach, die stellen sich das in den Keller und hoffen, dass das irgendwie die nächsten 15 Jahre funktioniert. Und das glaube ich eher nicht so. Zenek, ne? Zenek. Ja, bestes Beispiel. Geiles Beispiel, ey, dass der Laden noch lebt, ne? Ist Wahnsinn. Die haben es ja immer noch nicht in die Reihe gekriegt, glaube ich, ne? Jetzt noch mit Zenek zu verkaufen. Das ist echt krass. Also, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, wie sich es bei den Hochvolt-Akkus verhält, ne? Ob es da auch Erfahrungswerte gibt, ob es da auch entsprechende Probleme geben kann. Schau in die Presse. Ja, da muss es ja eigentlich noch schlimmer sein. Also ich habe mir immer gedacht, mit den Hochvolt-Akkus ist ja schön, aber im Prinzip heißt das ja, ich habe ja viel mehr in Serie. Das heißt, wenn da, also da kann ich ja auch, die Chance, dass was auseinanderdriftet, ist ja auch viel höher dann. Ne? Da habe ich mir auch schon oft gedacht, das Balancing wird schwieriger und so weiter. Also das muss ja auch irgendwie ein bisschen nerven, aber ja. Gerade kam eine Frage, Erfahrung mit 17 oder 18S. Also ich bei mir komplett 18S. Wenn es dich interessiert, geh einfach auf meintechblog.de und guck dir da an. Da habe ich relativ viel drüber geschrieben, was da meine Erfahrungen mit sind. So kurz gefasst, kriegst halt pro Batteriepack ein bisschen mehr raus an Speicherkapazität, macht die Anlage ein bisschen wirtschaftlicher, hast eine bisschen höhere Spannung, dadurch halt geringere Ströme, zumindest so um 10% rum, was es eigentlich ein bisschen effizienter machen sollte, aber im Endeffekt macht es auch keinen großen Unterschied. Das Einzige ist, was negativ ist, von Victron gibt es ja diesen, hier heißt der RS450 MPPT, der ist nicht kompatibel über 16S, wie ich es verstanden habe. Also da kannst du halt kein 18S machen. Der kann maximal 60 Volt laden, genau. Und da ist dann halt 18S raus. Genau, und da bist du bei 62, 63, irgendwas sowas in dem Dreh. Da kommst du dann gar nicht hoch. Ja. Es gab vorhin noch die Frage, ob wir zu Pylontex auch irgendwas haben. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da größere technische Probleme gab. Was wir haben mal gesagt haben, oder? Ja? Helmut, tickt aus. Naja, ich hatte da erst ein Gespräch vor ein, zwei Wochen mit dem Patrick von Panda Solar und er sagt, das Problem ist, dass da random immer mal wieder die BMS sterben. Das sind Sicherungen drin, die sind fest eingelötet und aus irgendwelchen Gründen haut es diese Sicherung durch und dann ist der Akku erstmal tot, dann kannst du den einschicken. Und man munkelt, dass da immer wieder auch Garantiefälle dann abgelehnt werden und quasi es auf den Kunden geschoben wird, was wohl ein bisschen unschön ist. Okay. Wir hatten damals nur, wie wir angesprochen worden sind, gesagt, naja, das ist halt ein 15S-System und dadurch... Ja, das kommt ja noch dazu. Dadurch nicht beliebig, also natürlich nur mit Pylontec erweiterbar, ne, quasi. Ja. Es gibt die Zellen an sich sollen ganz gut sein, da habe ich bis jetzt noch nicht viel von gehört, aber genau dasselbe wie bei Helmut, die BMS sterben halt, ne? Und nicht immer, aber es ist halt schon zu beobachten, dass gerade wenn du zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Victron, weil da kenne ich mich am besten aus, aber da ist es halt so, dass standardmäßig ein Bleiakku eingestellt ist, wenn die Dinger aus der Tüte fallen, also auch bei den Ladereglern und relativ hohe Spannungen. Und wenn du da nicht aufpasst und dann zum Beispiel keine BMS-Steuerung hast, dann fährt das BMS auch oder fährt das natürlich gegen Abschaltung, weil die Spannung einfach zu hoch ist und da sterben relativ viele bei unbedarfter Inbetriebnahme, sagen wir es mal so. Ein Thema hatten wir hier noch, wenn wir das mal abschließen wollen, passt soweit. Erzähl mal, Jens. Das habe ich heute per Mail gekriegt. Da konnte der Akku nichts dafür. Nee, da konnte der Akku gar nichts dafür. Das war einfach, ich nenne es jetzt mal Nettbaselei. Er hat nämlich einfach einen Kurzschluss gebaut auf den Busbars. Also er ist einmal im Kreis quasi verkabelt. Aber da kann man mal sehen, was da für eine Energie dahinter steckt. Ne? Das sind halt, die Busbars sind aus Kupfer. Das ist jetzt zwar nicht allzu dickes Kupfer, aber der hat die mehr oder weniger ja sofort wieder runtergenommen und so sieht das Ganze aus, wenn man bei so einem DIY-Akku dann mal einen Kurzschluss baut. Er konnte es zum Glück wieder runternehmen. Ja, wenn das sich festgeschweißt hätte, wäre das wahrscheinlich noch eine andere Nummer geworden. Alter Verwalter, ey. Ja. Krass.
Finde ich aber cool, dass ich sowas per Mail kriege, ne? Weil ich, das ist auch kein Blaming oder so. Das kann ja immer mal passieren durch irgendeine Arbeit oder so, wo ich da irgendwie einfach nicht aufpasse und bums, sieht das so aus. Also das ist einfach nur eine Warnung. Passt auf, wenn ihr solche Dinger baut, da ist eine unfassbare Energie dahinter, die ihr in dem Kurzschlussfall kaum noch beherrschen könnt. Jo, wir haben schon ganz oft gesagt, aber gerade durch solche Beispiele, also klar, wir wollen keinen blamen, wir wollen einfach aufklären, wie viel Energie da drin steckt und dass man da einfach keinen Fehler machen darf. Auf der anderen Seite finde ich es auch echt spannend, dass die Zellen hier so ein bisschen angekokelt sind, aber dass nicht mehr passiert ist. Das ist eigentlich schon krass, finde ich. Ja. Also da muss auch richtig, also wenn ich mir den Busbar auf der rechten Seite so angucke, der links, der scheint ja irgendwie der Pol komplett weggeschmolzen zu sein. Und der rechte, da sieht man ja richtig, dass das so zerlaufen ist, ne? Weil dieses zweite Loch da in der Mitte, das gehört da nicht hin. Also das ist. Wie hat er das zweimal hingekriegt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe keine weitere Story dazu bekommen. Ich habe nur eine Mail bekommen mit dem Foto drin und da stand dran, guck mal, so sieht das aus, wenn du einen Kurzschluss auf dem Pack machst. Das ist und, schlimm, ne? Da ja, gibt es so Polabdeckungen, nennt man das. Die macht man normal drüber unterlegt von mir. Ich weiß auch tatsächlich, ne, also ich weiß auch tatsächlich nicht genau, also meiner Meinung nach, um so einen Kurzschluss, also du kannst ja nur die Zellen im Kreis kurzgeschlossen haben, anders geht es ja fast gar nicht. So Polabdeckungen habe ich neulich auch designt, gibt es bei meinem Blog auch als STL-Datei zum Download, dass man seine Zellen damit abdecken kann. Ja, nur das hätte ihm mir hier nicht geholfen, weil er wollte ja die Verbindung. Er wollte ja den Kurzschluss. Ja, die Verbindung, okay, ja, dann, wenn man es will, ja, dann will man das. War ja aber die eine Busbar links sieht das so aus, als ob sie irgendwie aufgeschraubt gewesen wäre. Das sieht man ja so hier irgendwie diese Spuren. Und das Spannende ist ja, die andere hat er wahrscheinlich nur irgendwie kurz draufgehalten. Und dann ist ja Übergangswiderstand eigentlich schon relativ groß. Aber dass dann trotz dessen so viel Strom geflossen ist, ist ja schon echt auch krass, dass es hier alles so völlig abkackt. Ja. Wahnsinn. Echt erstaunlich. Da sind halt Ströme am Werk, die man so eigentlich gar nicht auf der Uhr hat. Ne? Und das ist auch besser so, dass man sowas mal sieht. Und jeder, der sich so ein Ding selber baut, isoliertes Werkzeug verwenden, immer schön aufpassen. Besser zweimal gucken als einmal zu wenig. Und dann geht das auch. Aber da wir ja gerade im Do-it-yourself-Bereich unterwegs sind, da muss man ja auch mal Warnungen aussprechen, weil das sieht alles immer so easy aus und es funktioniert immer. Ich habe auch noch nie einen Kurzschluss gebaut, Gott sei Dank. Aber trotzdem, ich weise halt dann mal auf die Gefahrenpotenziale hin, weil das ist halt definitiv auch gefährlich. Also gerade, wie du das vorhin sagtest, wenn sich so ein Pol halt festgebrannt hätte auf der Zelle, dann wäre das richtig lustig geworden. Also lustig ist kann da auch nicht schaden, ne? Also ich finde auch die Gewindestange da in der Mitte grenzwertig, die ist aber sehr, sehr nah an den Zellen dran. Was ist nah an den Zellen dran, Andreas? Die Gewindestange in der Mitte, die finde ich auch schon sehr nah an den Zellen, ehrlich gesagt. Also wenn die dreht, kann die da möglicherweise auch was reinschneiden. Und also. Und die sieht auch nicht so richtig isoliert aus, oder? Nee. Weiß ich nicht. Da könnte ein Schlauch drüber sein oder so. Das ist eine Spekulation. Ich bin mir da nicht sicher, aber trotzdem, da hat Andreas natürlich vollkommen recht, ne? Ja. Wenn also, da keine Isolation drauf ist. Kann man mal dazu sagen, Gewindestange braucht es ja eh nicht, ne? Kann man auch wieder 100 Jahre drüber diskutieren, aber ja. Ich wollte es mal sagen, das ist wieder so ein Thema, verpressen versus nicht verpressen. Nicht heute. Ne? Und nicht heute. Ja, nicht heute. Nicht heute. Aber wenn du sie machst, mach ein bisschen geschafft Abstand. Bitte, Helmut? Ich überlege gerade immer noch, wie er es geschafft hat, aber ich kann mir vorstellen, die linke Busbar, die war so 90 Grad zur Zelle montiert und dann hat die rechte drauf gemacht und wollte sie festschrauben, dann hat die sich verdreht. Und dann ja, und die ist dann, das hier ist dann quasi hier drauf gekommen, also die hier war so nach unten, die wollte er draufschrauben, auch so, und dann ist er hier nach in die Richtung gekommen, ja, deswegen hier, verdreht, genau, und hier ist es auch dunkel sozusagen. Das würde auch erklären, warum die eine hinten die Verschraubung hat, plus vorne das weggebrannt. Das ist nämlich da, wo es sich dann berührt hat oder so. Genau, ich denke ja, auch. Ja. Das ist ungefähr deswegen da, wo das Loch in der anderen ist. Und darum ist auch ein zusätzliches Loch in dem Busbar. Weil da ist nämlich der Lichtbogen gewesen. Ja, genau. Ja. Zack, analysiert. Und deswegen ist es nicht angeschweißt am Pol, da? Weil es einfach weggebrannt ist. Vermutlich, ja. Ja, aber jeder, der so eine Busbar schon mal in der Hand hatte, ich meine, wie stark ist die? 2 Millimeter oder so mindestens? Die ist schon. Ja, diese sind 2x20. Also, das sind so die Standarddinger. Dass das hier instant einfach wegkokelt, alter Fall Walter, ey. Ja. Da brauchst du schon ein bisschen Strom für. Aber trotzdem an den Kollegen, der mir das zugeschickt hat, vielen Dank dafür, weil das hilft anderen, diese Fehler nicht zu machen. Ja, total.
Ich hätte mal interessiert, wie seine Finger ausgeschaut haben dabei. Ja, das meinte ich gerade, hoffentlich Handschuhe. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung vom Modellfliegen. Da habe ich mal so einen 6 mm Goldkontaktstecker zu Staub verwandelt und da waren die Finger dann auch ein bisschen schwarz. So, wir haben die 22 Uhr geknackt, aber fast noch 1200 Leute sind online. Also das ging eigentlich stetig bergauf. Gefühlt ist jetzt Fußball vorbei, jetzt kommen noch ein paar mehr Leute dazu, sogar noch. Tausend Dank an alle, die so lange dran geblieben sind, beziehungsweise eingeschaltet haben und nicht abgeschaltet haben. Wir, denke ich mal, hatten heute relativ viele coole Inhalte. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie überspitzen oder noch irgendwie in die Länge ziehen. Ich habe noch zwei Folien, also hier nochmal die Anlagen ganz kurz gegenübergestellt, beziehungsweise hier nochmal. Ist wahrscheinlich relativ klein, man kann es kaum lesen. Kann man nicht lesen, aber... Ich würde es mal so dreist sein, das hier ausblenden und hier uns so einblenden. Dann sieht man es ein bisschen größer. Geht es einigermaßen nicht, vielleicht? Ja, nein? Haben auch alle schon gesehen, glaube ich. Jetzt. Ne? Ja, also spannend einfach nochmal ganz kurz zum Schluss. Thomas hat die höchste Autarkie gehabt mit über 50%, das fand ich ganz cool. Der Helmut mit seinem in Anführungszeichen kleinen Speicher hat die meisten Speicherzyklen gehabt, was löblich ist. Und der Andreas hat nur eine Kilowattstunde eingespeist, das heißt, bei ihm hat wohl die Nachregelung am besten mit funktioniert. Ja, das war echt wenig, war auch überrascht. Vielleicht auch Messfehler oder weiß der Kuckuck was, aber lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich vermute, dass bei dem MPP Solar einfach keine Rampe eingebaut ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, wird das Ding sein. Also die Nachregelgeschwindigkeit, die eigentlich auf wie viel 200 oder 400 Watt pro Sekunde gedrosselt ist, denkst du, hat er nicht. Ich weiß es, ich habe es tatsächlich noch nicht gecheckt, aber also eigentlich ist es relativ langsam. Aber die ganzen alten Mikrowechselrichter hatten das auch alle nicht, ne? Alle, keiner. Also haben das da, ich hatte auch schon überlegt, Videos zu machen. Ich dachte mir, nee, komm, lassen wir es gut sein jetzt. sparen wir uns den Käse. Und da hatten sie es jetzt nach und da konnte man sieht das. Also das ist echt lahmarschig, ne? Das merkt man dann schon halt irgendwie, dass der so langsam nachzieht. Und das macht meiner jetzt gefühlt nicht. Ich habe es aber noch nicht gemessen. Also es wirkt immer sehr schnell. Gut. Spätestens, wenn du jetzt hier deinen Tesla am Start hast, dann hast du den Day hier wahrscheinlich auch noch nicht installiert und dann kannst du einfach mal den Ladevorgang starten und gucken, wie instant der nachregelt. Dann siehst du es eigentlich ganz gut, wenn du da 11 kW drüber ballern lässt. Das stimmt. Wobei, so viel wird er auch nicht nachregeln, ne? Meinst du, der ist ja einphasig, da kommst du wahrscheinlich nur auf 4, 5 kW. Aber ja. Genau, da ist am Ende. Ja, cool. Fand ich eine spannende Session. Thomas, magst du das letzte Wort in den Mund nehmen? Ach du, wir können uns euch alle nur bedanken, ne? Bei ja, guck mal, jetzt haben wir schon ein paar verloren, weil wir sind zu 1086. weil wir schon nicht mehr übers Fach reden. Aber gut, nee, ich glaube, wir können echt nur Danke sagen. Hat Spaß gemacht mit an alle. Und vielleicht machen wir noch einen kleinen Hinweis an unsere Session mit Andy von Offgrid Garage. Ich glaube, nächste Woche, Mittwoch oder sowas. Samstag, korrekt, ja. Genau, 20 Uhr, wen es interessiert, wird sicher lustig, wenn André aus Down Under wieder was berichtet. Dann hoffentlich mit besserer Audio- und Videoqualität, aber gut, kann nur besser werden, nicht schlechter. Genau. tausend Dank an alle, die zugeschaut haben. Guckt gerne unter dem Video, da sind die einzelnen Channels verlinkt. Wir haben heute auf 3 Channels gestreamt, einmal von Andreas, einmal von Helmut, von Jens natürlich auch und von mir. Gras gerne unsere Channels ab, lasst Likes da und abonniert unsere Kanäle. Nur so können wir einfach mehr Leute erreichen, unsere Reichweite erhöhen und euch ja in regelmäßigen Abständen coole neue Inhalte zur Verfügung stellen. Genau. Genau. Dankeschön. Gut. Danke an alle. Schönen Abend. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns bald wieder. Samstag, 20 Uhr. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.